Phew, ich fühle mich jetzt viel besser. Entschuldigung, ich muss hier durch. Dieser Gestank muss weg. Außer mir putzt hier keiner. Aber es muss gemacht werden. Entschuldigung. Hey, was machst du da? Mein Fehler. Nicht cool. Du willst Stress? Versuch's doch mal. Hä? Was ist denn hier los? Hör auf. Komm her. Genug gekämpft. Igitt. Kümmere dich darum. Sofort. Was? Igitt. Das ist ja eklig. Sollen wir? Ich denke schon. Huch. Auf geht's. Leckerli-Zeit. Wuhu. Ah! Habe ich etwas getroffen? Hallo? Ah! Oh! Hä? Was ist denn passiert? Der Mülleimer. Kannst du mir bitte helfen? Ist das wirklich so schlimm? So eklig. Ich muss das in Ordnung bringen. Das sehe ich auch so. Los geht's. Endlich. Ich bin am Verhungern. Was isst du da? Oh, sieht lecker aus. Oh ja? Hey, lass mir auch was übrig. Sieh dich an. Das kann ich jetzt nicht essen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Nudelbad, es wird heiß. Peeling nicht vergessen. Oh, was jetzt? Ich habe eine Idee. Ich fange hier an. So viel Zeug. Komm schon. Da, ich hab's gefunden. Ein sauberer Wisch. Weg mit dem Dreck. Fühlt sich das nicht gut an? Klare Haut. Wer ist das? Hahaha. Was ist denn so lustig? Julie? Geht's dir gut? Haha. Hast du Probleme? Guck mal. Gütiger Himmel. Eigentlich ist es perfekt. Wie auch immer. Ich hoffe, du magst das Sparleben. Denn das ist das beste Bad, das du je haben wirst. Viel Spaß. Sind das Seifenblasen? Schau sie dir an. Das nenne ich ein Badbaby. Oh nein. Nicht dein Gesicht. Die Seifenblasen sind außer Kontrolle. Geht es ihr gut? Und? Wow. Okay, Pew. Du wunderschönes Mädchen. Ja, gut. Was? Ich glaube, das Handtuch kann weg. Ich habe eine Idee. Hä? Zeit zum Anziehen. Mal sehen, was wir hier haben. Siehst du etwas, das dir gefällt? Ich weiß nicht. Wie wär's mit Blau? Das ist doch schön, oder? Ich glaube, wir haben eine Gewinnerin. Los geht's. Wow, das passt perfekt. Aber da könnte noch was sein. Was denn? Warte mal. Wow, was ist das? Die Antwort auf alles. Wer liebt nicht ein bisschen Goldglanz? So, schön flach. Wow. Ich kann es genau an deinem Körper anpassen. Siehst du? Drück einfach drauf, wo du willst. Und dann? Du hast Gold. So schnell wurde das Kleid von langweilig zu toll. Wow, du machst keine Witze. Gib mir einen Moment. Nein. Da muss doch etwas drin sein. Ding, ding, ding. Sieh dir das an. Müllbonbons? Aber was ist mit mir? Oh. Das Outfit braucht etwas Hilfe. Mal sehen, was ich tun kann. Ich könnte etwas Farbe gebrauchen. Na klar. Und etwas Süßes. Wie Bonbons? Die trägst du heute. Ganz viele. Siehst du, was ich meine? Was für ein süßer Schnitt. Auch sehr süß. Alles fertig. Oh, interessant. Hallo, Perlenarbeit. Oh, wow. Du siehst zum Anbeißen aus. Nein, hör auf damit. Oh, okay. Das war knapp. Na gut.
Was kann ich dann essen? Hm. Ich sehe einen Nachzügler. Ha! Kommt zu Mama. Wer es findet, dem gehört's. Das gehört alles mir. Hey, meine Haare! Oh, tut mir leid. Aber ich kann das in Ordnung bringen. Lass mal sehen. Nein, ich fühle etwas. Genau so. Ist das Müll? Eher ein Schatz. Genau das brauchen diese Haare. Jetzt brauche ich einen ganzen Haufen davon. Bereit für ein paar schöne Locken? Und? Oh ja. Okay, hier kommen sie. Schau, wie sie fallen. Eine nach der anderen. Ich sehe Wellen. Wunderschön. Schau. Du bist fertig. Wie aus einem teuren Schönheitssalon. Gefällt's dir? Gefallen? Ich liebe es. Wahnsinn. Locken, ha? Huh? Schau, wie sie glänzen. Hi, Barbie. Hä? Bereit fürs Abendessen? Hi, Ken. Was hast du mit meiner Barbie gemacht? Oh nein. Warte, geh nicht. Ah! Armer Kerl. Im Ernst? Aber warte. Hab ich das gemacht? Wo sind meine Haare hin? Peinlich. Ich bin Barbie mit Glatze? Wow! Kennst Blumen. Mit denen kann ich was machen. Warte nur ab. Barbie mit Glatze bekommt ein Makeover. Vertraue einfach dem Prozess, okay? Eine neue Frisur wird blühen. Ist das nicht schön? Ein Blumenstrauß auf dem Kopf? Wow! Viel besser als langweilige Haare. Findest du nicht auch? Guck mal! Es passt sogar zum Kleid. Wow! Toll! Wahnsinn! Danke, Mädels! Gern geschehen! Phew! Hä? Oh! Das ist wie verfaulter Müll da drin! Ich brauche etwas mit Pfefferminzgeschmack, sofort! Hä? Ich brauche eine gute Zahnbürste. Mach dein Ding, Zahnpasta! Hä? Mann! Komm schon! Ich brauche Frische! Okay, mal sehen. Ah. Frisch, Baby. Bis zum nächsten Mal. Barbie? Ich will eine Handtasche. Das kann ich arrangieren. Eine Sekunde. Julie? Und? Ich muss meine Haut schützen. Los geht's. Jetzt ist es schön überzogen. Zeit für ein glitzerndes Bad. Toll. Wenn das getrocknet ist. Boom. Und das kommt da rein. Das sollte für heute reichen. Oder? Wie fabelhaft. Fehlt nur noch der Gurt. So süß. So gut wie Gold, Barbie. Passt perfekt zu deinem Outfit. Wow, stimmt. Wow, ich bin ein Genie. Nun, und ich? Hey! Ach so, okay. Was macht sie da? Sie bastelt. Aha. Ich benutze nur, was ich habe. Nun zum Anhängen. Juhu! Siehst du diese Fetzen? Binde diesen kleinen Faden daran. Dann wickelst du ihn immer wieder um. Jetzt gibst du Kleber an die Seiten. Und machst noch eine Schnur dran. So, dann packst du alle deine Sachen rein. Oh, ohne kann ich nirgendwo hingehen. Fertig! Die perfekte Handtasche. Wunderschön. Schön stabil. Hier, bitte sehr. Jetzt gehört sie dir. Es ist okay. Gefällt's dir? Ich sagte, es ist okay. Aber was ist mit unserem Bling? Nackter Hals? Nicht unter meiner Aufsicht. Oh, ich weiß. Eines meiner Schmuckstücke passt bestimmt. Hier. Es ist so groß wie dein Kopf. Ich brauche mindestens eine Kette. Was ist da drunter? Meine Klebepistole. Toll. Und was jetzt? Ich habe Frischhaltefolie, aber... Ich weiß. Gleich kommt eine Kette. Halt still. Warte, bis sie fertig ist. Erster Schritt, fertig. Jetzt kommt der lustige Teil.
Gold, Baby. Gibt es eine bessere Farbe? Juwelen, glaube ich. Schau dir das Ding an. Perfekt. Du siehst toll aus. Nur das Beste für dich, Barbie. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Ich kann auch Schmuck machen. Okidoki. Irgendetwas Brauchbares? Was? Aha. Cheerios? Ja. Yeah. Ich gewinne. Snack-Attacke, willkommen. Oder? Was soll ich denn sonst damit machen? Denkst du, was ich denke? Machen wir es interessanter. Zeit für einen kleinen Dip. Zeit zum Spritzen. Einer geschafft, einer fehlt noch. So winzig. Aber schau mal, das sind kleine Ohrringe. Siehst du? Probier sie mal an. Wow, ich bin begeistert. Hä? Fertig. Ich bin auch fertig. Die sieht aus wie 1 Million Dollar. Meine Barbie auch. Wow, hat aber nichts gekostet. Stimmt. Diese Barbies sehen toll aus, oder? Sag es uns in den Kommentaren, was du davon hältst. Und vergiss nicht zu teilen, zu liken und zu abonnieren, um mehr zu erfahren. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Bitte sehr. Wow, danke. Ich bin die Nächste. Oh, und ich? Oh, keine Barbie für mich. Oh. Danke für euren Einkauf. Tschüss. Oh. Nur das bitte. Hm? Oh ja. Du bist unser 1000. Kunde. Wirklich? Yay. Diese Barbie gehört also dir. Oh. Viel Spaß. Danke. Oh, oh. Oh nein, meine Puppe. Oh oh. Was hast du getan? Wow, Barbie. Yay, ich freue mich so. Gehen wir. Oh wow, sie ist umwerfend. 100 Flocken? Aber ich habe nur 1 Dollar. Ach, Barbie, es tut mir so leid. Oh. Danke für euren Einkauf. Tschüss. Oh. Nur das bitte. Hm? Oh ja. Du bist unser 1000. Kunde. Wirklich? Yay! Diese Barbie gehört also dir. Oh. Viel Spaß. Danke. Oh, wow. Oh nein, meine Puppe. Oh oh. Was hast du getan? Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Oh je, das kann nicht wahr sein. Ich gehe zurück in meine Schachtel, da ist es sicherer. Ah! Oh nein, Barbie, ouch! Was ist denn mit dir los? Ekelhaft! Oh mein Gott, mein Kleid, mein Gesicht so schmutzig! Ich muss mich sauber machen, schnell! Huh? Igitt! Vielleicht ist diese Seite sauberer. Okay, besser als nichts. Huh? Fühlt sich komisch an. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss mein Make-up zurückbringen. Wir verwenden nur natürliche Zutaten. Je leuchtender die Farben, desto besser. Probieren wir es aus. Cool, ich bin wieder da. Unglaublich noch besser als vorher. Und mein Kleid? Oh nein, es ist völlig ruiniert. Oh, 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 ein Bonbon. Das liebe ich. Oh. Hey, das könnte funktionieren. Benutzen wir es. Ich muss nur ein paar Schnitte machen. Hier und da. Oh, fast fertig. Ein paar letzte Stiche. Wow, das hier ist wirklich toll. Wuhu. Obwohl, was ist das für ein Geruch? Igitt, wie ist das? Oh. Igitt, weg von meinem Kleid. Ich bin sicher, sie wird es lieben. Wuhu. Das wird das Paradies. Aber woher kommt dieser Geruch? Oh, da. Ja, der
der eklige Fischgeruch. Und was haben wir noch? Hm. Interessant. Stimmt, die Perlen. Sie sind so glänzend und schön. Sie könnten auch nützlich sein. Nein, nicht das. Ich muss sie nur alle aneinander rein. Ja, das wird helfen. Versuchen wir es. Wow, das ist perfekt. Ein schönes, schickes Accessoire für mein neues Kleid. Sieht so cool aus. Oh, 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 nicht schon wieder. Autsch. Oh nein, mein Bein. Oh, geh zurück, wo du hingehörst. Oh, puh, es ist repariert. Und meine Haare. Ich muss sie kämmen. Sehr gut. Und jetzt? Huh, keine Tasche, kein Nichts. Hey, was ist das? Mal sehen. Oh, Igitt, sie sind überall. Aber das hier sieht interessant aus. Oh, wenn ich das hier platziere und das hier. Ich hab's. Das wird der Hammer. Ich muss nur noch alle Teile zusammenfügen. Ein paar Perlen hinzufügen. Und einen Henkel anbringen. Und schon ist es fertig. Das ist großartig. Jetzt kann ich meinen Kamm darin aufbewahren. Genial. Fehlt nur noch das Logo. Perfekt. Oh je, wer bist du denn? Bonbon, meins. Lecker. gut, nimm es. Igitt, was ist das denn? Oh nein, dieser Tag könnte nicht schlimmer sein. Ah. Oh, jetzt brauche ich neue Schuhe. Was geht, Leute? Igitt, ich glaube, der Kaugummi ist fertig. Ha, was ist das? So klebrig. Aber ich mag die Farbe. Nun, ich muss hier kreativ werden. Ich muss alles verwenden, was ich kann. Aha, jetzt decken wir es ab. Zuerst mit Klebeband. Toll. Danke, Schatz. Und jetzt dieses klebrige Durcheinander. Ein paar Schichten davon sollten reichen. Wow, sie sehen wirklich glamourös aus. Nur... Oh, die sind so schwer. Ich kann meine Beine kaum bewegen. Oh, wer schön sein will, muss leiden. Oh, ich habe immer noch keinen Schmuck. Oh, hey, das ist eine tolle Idee. Das hier ist flexibel genug, ja. Ich muss nur noch die Enden zusammenstecken. Cool. Und jetzt vermische ich sie alle. So entsteht eine tolle Halskette. Ja, so hell und bunt. Ich liebe es. Wow, ich probiere sie direkt an. Und wie sehe ich aus? Ich glaube, es ist wieder Zeit, in meine Schachtel zu gehen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ha? Meine Barbie. Bitte weine nicht. Ich bin doch bei dir, Süße. Ich bin in einer Sekunde wieder bei dir. Oh, wow. Du hast dich verändert. Dieser neue Stil ist so toll. Hä? Was passiert hier? Oh, endlich bin ich da. Barbie, du bist echt und so schön. Oh. Oh, danke, meine Liebe. Das ist so lieb von dir. Wird Zeit, sich fertig zu machen. Hä? Was ist das? Das könnte lustig werden. Ich kann nicht widerstehen. Gleich geht's rein. Das löst sich auf. Wow, wie cool. Das sind die Schulsachen. Die will ich. Wow. Hä? Wo bin ich? Ist das die Schule? Wenigstens habe ich die Schulsachen. Die sind voll süß. Woohoo! Das ist sehr wichtig, Klasse. Das ist das Wichtigste. Die Klausur zu bestehen, oder? Der Unterricht ist schon vorbei. Nun gut, ihr könnt gehen. Endlich. Das war voll langweilig. Ich packe meine Sachen ein. Und dann bin ich weg. Hm, hier geht nicht zu. Wow, das war knapp. Was glaubst du, wo du hin willst? Zurück in die Federtasche. Hey, das kann ich doch nehmen. Ja, das könnte klappen. Los geht's. Ich mache hier einen Schnitt. Und dann schneide ich das Rohr ab.
Ich wickle Tape drum. Das muss gut kleben. Jetzt zusammendrücken und das Etikett drauf. So geht's. Sieht gut aus. Ich muss den Kleber umfüllen. Das ist der knifflige Teil. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Eine heiklige Angelegenheit. Ich mache die ganz voll. Jetzt den Deckel drauf. Da soll ja nichts auslaufen. Eine Mini-Klebeflasche. Die sieht süß aus. Und hat die perfekte Größe. Gefällt mir. Und passt in meine Federtasche. Ich kann hier endlich raus. Ich liebe ein Happy End. Ich hau ab. Deine Haare sind so schön, Barbie. Sieht gut aus. Sie ist nicht die Einzige. Okay, sei mutig, Miles. Was geht, Annie? Die sind für dich. Wow, das ist der süß. Annie? Stimmt was nicht, Barbie? Sie ist nicht beeindruckt. Wie bitte? Das war eine schlechte Idee. Ich habe dir Süßigkeiten mitgebracht. Ach, komm schon. Weil du so eine Süße bist. Danke. Das ist schon besser. Ich glaube das nicht. Annie? Entschuldige. Diese Bonbons schmecken komisch. Au, mein Bauch. Mir geht's nicht so gut. Wie steht's um dich, Barbie? Das ist nicht gut. Lass mich mal sehen. Interessant, sehr interessant. Ich weiß, was zu tun ist. Wofür ist das? Vertrau mir, ich weiß, was ich mache. Das wird alles lösen. Ich muss dieses Blatt zuschneiden. Jetzt brauche ich Kleber. Hier kommt etwas drauf. Das müsste reichen. Jetzt schlage ich die Seite um. Und andrücken. Ist wie ein Puzzle. Zum Glück bin ich gut im Puzzeln. Ich habe eine Schachtel gemacht. Jetzt zerbreche ich den Zahnstocher. Wow, ich bin so stark. Ich habe Tape auf das Blatt geklebt. Da klebe ich den Zahnstocher ran. Und dann aufrollen. Ich male die Spitze an. Komplett rundrum. Das soll wie ein Buntstift aussehen. Ich mache Punkte auf dieses weiße Blatt. Das Lineal hilft mir dabei. So wird's gehen. Ich lege das in die Schachtel. Das ist ein Mini-Lineal. Der Stift auch. Damit werden Fehler ausradiert. Ich habe sogar einen Deckel dafür. Der rutscht einfach drüber. Echt toll. Ich zeig das gleich Annie. Was ist das? Ist das für mich? Wow, niemals. Guck mal, Barbie. Ich hol dir ein Blatt. Wird Zeit, kreativ zu werden. Du weißt, was zu tun ist. Das habe ich mir gedacht. Danke dafür. Vielleicht könnten wir mal abhängen. Was sagst du dazu? Das können wir gerne machen. Oh, ich werde emotional. Das erzähle ich gleich Mama. Nicht so schnell. Ich bin auf Süßigkeitenpatrouille. Ist das wirklich nötig? Sieht ganz danach aus. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Ich muss die irgendwo hinlegen. Ach, mein Spind. Wow, Miles? Ich liebe Süßigkeiten. Mir bleibt nur eins übrig. Ich gehe rein. Ich komme. Eine holprige Landung. Bonbon-Patrouille? Hier findet er uns niemals. Ist ein Geheimraum. Der ist ganz schön langweilig. Ich habe eine Idee. Ich esse die Bonbons auf. Ein Opfer, das ich gerne bringe. Wir können diese Teller benutzen. Uns fehlt noch was. Wir brauchen Farbe. Ich bin immer vorbereitet. Ich spritze die auf den Teller. Die Farbe gefällt mir. Die wird den Raum schick machen. Bereit? Lass uns anfangen. Wir nehmen noch Pink. Was sagst du dazu? Das wird toll aussehen. Wir machen ein Muster. Ich bin fertig. Wow, besser als ich es mir vorgestellt habe. Hängen wir die an die Wand. Ich schaffe Platz. Das kann weg. Puh, das war schwer. Spinnweben. Das wandert in den Müll. Es kann losgehen, Annie. Das ist meine Zeit zu glänzen. Das wird fantastisch aussehen. Worauf warten wir? Das ist so aufregend. Wir kleben die Teile auf die Pappe. Das ist der letzte. Wow, das ist ein Meisterwerk. Warte, da sind Lücken. Das kann nicht so bleiben. Ich bin dir weit voraus, Kumpel. Ich mach das schon. Ich habe einige Teller halbiert. Die passen perfekt. Das war's. Die Bücher können weg. Da sind kaum Bilder drin. Mir egal, wir brauchen den Tisch. Man kann nie genug Pflanzen haben. Ich bin voll müde. Ich brauche ein Nickerchen. Pausenzeit. Wir haben hart gearbeitet. Was war das? Meine Augenlider sind so schwer. Es war einmal. Was ist hier los? Das ist so gruselig. Hey, ich bin's doch nur. Keine Bange, ich krieg das hin. Hey, da liegt eine alte Lampe. Genau die brauchen wir. So gemütlich. Nein, ich mag die Dunkelheit nicht. Entspann dich. Was mache ich? Ich muss mir was einfallen lassen. Warte mal. Der könnte nützlich sein. Ich habe eine Idee.
Ich lege den pinken Stoff auf den Boden. Und dann wickle ich die Lampe ein. Wow, schön flauschig. Echt cool. Ob Annie die gefallen wird? Guck dir die an. Ich liebe sie. Hast du die für mich gemacht? Hey, das ist es. Genau, was ich brauche. Die braucht mehr. Danke. Ich stecke die Haarklammern an. So wird die Lampe noch schicker. Immer weiter. Wow, die ist toll. Guck mal. Wow, schau sie dir an. Wo stellen wir sie hin? Das ist der perfekte Platz. Miles? Oh, schau ihn dir an. Schläft wie ein Baby. Hey, wach auf. Oh, warum machst du das? Au, mein Rücken. Das ist so unbequem. Ich kann so nicht sitzen. Gib die mal her. Hey, die gehört mir. Genau, was wir brauchen. Vertrau mir. Oh, schon kapiert. Und wir haben dieses Laken. Ich leg das Brett hier hin. Jetzt kommen die Poolnudeln. Wir schneiden sie zu. Das muss genau sein. Genau so. Dann mache ich einen Schnitt in der Mitte. Einmal komplett der Länge nach. Jetzt aufklappen. Ich lege die Hälften aufs Brett. Als nächstes kommt die Heißklebepistole. Ich führe die am Brett entlang und mache eine lange Klebelinie. Da kommt die Poolnudel drauf. Noch andrücken. Die soll festkleben. Jetzt kommt das Laken drüber. Ich tackere es an. Einmal komplett der Länge nach. Dann das Laken umschlagen für die nächste Poolnudel. Die kommt hierhin. Dann das Laken drüber und wieder tackern. Ich verteile die auf dem gesamten Brett. Zum Glück haben wir genug Poolnudeln. Das sieht gut aus, aber ich bin noch nicht fertig. Ich drehe das um und schraube Beine an. Dann wird das höher. Wir wollen ja nicht auf dem Boden sitzen. Ich nehme den Akkuschrauber. Mit dem geht's schneller. Und das soll nicht auseinanderfallen. Das wäre peinlich. Ich bin fertig. Lass uns einen guten Platz finden. Gute Arbeit, Annie. Ich wusste, dass dir das gefällt. Wir sind echt gut. So schön hell und farbenfroh. Der ideale Ort, um sich zu verstecken. Auf jeden Fall besser als Schule. Ich muss mich entspannen. Oh, fast vergessen. Wir haben Süßigkeiten. Oh, ich höre Süßigkeitenverpackung rascheln. Und zwar in der Nähe. Ist dir jemand? Die werde ich genießen. Soll das ein Witz sein? Nimm das! Warte, was zum... Hä? Er hat uns gefunden. Oh, lauf weg! Hey? Möchten Sie was Süßes? Warum nicht? Ich bleib hier. Gummibärchen. Die gehören mir. Er ist gemein. Was für ein kreatives Video. Was war dein Lieblingsteil? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere unterhaltsame Videos wie dieses. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh Mann, da ist ja ein ganzer Wald in meinem Haar. Das reicht. Heute werde ich die Dinge begradigen. Ich brauche etwas Farbe in meinem Leben. Daumen drücken. Das ist süß, oder? So glänzend. Na, mal sehen. Wow, wer ist dieses Babe vor mir? Ich erwarte doch niemanden. Hi! Hi! Meine Haare! Ich bleib für eine Woche. Oh, Britney, du Kleiner. Unangekündigt auftauchen und duschen. Perfekt. Bin bereit. Welches Haarprodukt soll ich benutzen? Wilde Locken? Glatte Locken? Nur für Locken? Schon besser. Das gute alte Seifenstück. Starten wir die Seifenblasenparty. 30 Minuten später. Wie lange brauchst du denn? Spar Wasser. Britney, achte auf die... Wie ekelig. Ist Chewbacca etwa hier? Es ist echt heiß hier drin und ich bin es nicht. Oh nein, das wird meine Frisur ruinieren. Schöne Haare. Ich muss es nass machen. Schnell. Bürsten, bürsten, bürsten. Oh nein.
kompletter Notfall. Viel besser. Es ist so heiß. Warum ich? Da gibt's nur eine Lösung. Schwierige Zeiten, harte Maßnahmen. Ich sehe aus wie Gollum! Oh, nein, bitte! Savvy, was ist los mit dir? Wach auf! Oh, Brett, habe ich eine Glatze? Hilf mir! Savvy, was hast du getan? Oh, Savvy, schau, was du nur getan hast! Oh, nein! Und du? Lauf! Zeit für Brett. Ich muss meine Haare nur noch trocknen. Wirklich? Darauf bin ich nicht gerade stolz. Ach, das habe ich hier für meine Füße benutzt. Das funktioniert nicht. Wie lange dauert das denn bitte? Immer noch nass. Ich brauche mehr Handtücher. Ich nehme das da. Sehr gut, Tabs. Brittany! Bingo! Aber irgendwas fehlt noch. Okay, los geht's. If you be the cash, I'll be the rubber band. Wie bitte? Oh nein! Dieser Entwurf wird niemals veröffentlicht werden. Löschen, löschen. Let's get wild. Shake, shake, Signora. Nun nein. Jackpot. Gut, dass ich clever bin. Passt gut auf. Sogar Seemänner wären neidisch auf diesen Knoten. Nun heißt es warten. Es ist soweit. Du bist das Streichholz, ich bin die Zündschnur. Hey, Britt. Savvy, warum hast du... Warte, sag Tschüss. Was? Eine grüne Überraschung, die behalte ich ein. Ich schikaniere jetzt niemanden, versprochen, entspannt euch. Los geht's. Nehmt zwei Avocados und schneidet sie auf. Und nun, Kern raus und zusammendrücken. Perfekte reife Avocados. Savvy bekommt neue zum Frühstück. Boom! Die Magie der Bearbeitung. Das ist die perfekte Haarmaske. Sieht etwas eklig aus, aber ist eigentlich super gesund. Fast wie bei der Herstellung von Guacamole. Schön einwickeln. Oh, cool. Und nun warten wir. Machen wir so, als würden wir lesen, um die Zeit totzuschlagen. Cupcakes. Oh, Avocado-Aufstrich. Ich hol mir das. Sieht doch ganz normal aus, oder? Da ist es. Dieser Tag kann gar nicht besser werden. Perfekter Brunch. Beagles rocken. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Interessante Textur. Aber wisst ihr was? Zahnhygiene steht immer an erster Stelle. 9 von 10 Zahnärzten raten davon ab. Oh, ein Cupcake. Mein Glückstag. Bin ich fertig? Das ist mein Cupcake. Du willst den Cupcake? Dann hol dir den Cupcake. Mein Cupcake! Du bist ein Hobbit! Mein Cupcake! Ich muss ein Date für den Abschlussball finden. Also, ich habe schon eins.
Ich bin Finn. Aber ihr könnt mich Fit nennen. Ha. Oh, oh, oh. Du magst ihn auch? Ich gehe zuerst. Zeit für einen Prank. Hi, Finn. Oh, hey, Savvy. Alles okay? Warte du nur ab. Das gehört dir. Wie geht's dir? Savvy, du hast da was... in deinem Haar. Oh, pff. Ich glaube, das gehört dir. Wo hast du das denn her? Gut gemacht, Süße. Aha, Zeit für Sport. Yeah. Ich binde nur eben meine Haare zusammen. Das letzte Mal war eine Katastrophe. Nicht schon wieder. Gut, dass ich einen Ersatz dabei habe. Oder zwei. Versuchen wir das nochmal. Diesmal im Prinzessin-Leia-Style. Keines dieser blöden Teile funktioniert. Immer mit der Ruhe, Savvy. Wütend werden macht nur Falten. Langsam wird's echt was lächerlich. Workout ist beendet. Wow, das ist irgendwie cool. Nice. No pain, no fin. Das war heftig. Nein, das hat keiner bemerkt, oder? Hä? Ekelhaft. Leute, das ist doch nur mein Haar. Schaut her. Ich sollte vielleicht mal Biotin ausprobieren. Ich muss duschen, dann fühle ich mich wieder sauber. Oh nein, das ist ein Alien! Was hat die denn wieder? So eine Erledigt. Savvy, wir müssen uns fertig machen. Hallo, ja, sofort, sofort. Wer hat mich angerufen? Du musst uns helfen. Du brauchst definitiv Hilfe. Voll aufregend. Splissenden, du bist in Gefahr. Was machst du denn dagegen? Meinen Job. Ich habe eine Lösung für dich. Ich wurde von Mönchen ausgebildet, weißt du? Ja, bist du bereit? Ist das ein Traum? Das wünschst du dir. Halt einfach schön still. Nur die Spitzen. Oh Mann, okay, hör auf zu schreien. Wow, das ging ja echt super schnell. Wow, wunderschön. Die nächste, bitte. Bist du bereit? Ja. Sicher, dass das so richtig ist? Vertrau mir. Oh, kannst du riechen, was da gemacht wird? Ich riech nur, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Fertig. Wow. Wir sind aber noch nicht fertig. Ein Clip hier und noch ein paar mehr. Fertig, Süße. Nice. Du bist so hübsch. Wir sind soweit. Leuchtet wie ein Diamant. Oh. Wow. Ich fühle mich wie eine Ferrero Rocher Schokolade. Meine Arbeit hier ist erledigt. Ciao. Danke. Gehen wir. Yay. Erstmal Outfits finden. Leichter gesagt als getan. Oh nö, nein. Dieses Kleid ist perfekt. Dieses Kleid ist perfekt. Sehr lustig. So gut. Zieh das aus. Ich glaube, du musst dich umziehen. Eines Tages wird sie dafür bezahlen. Nicht spitzen. Und her damit. Dieses Kleid ist wie für mich gemacht. Oh nein, es klemmt. Die
tief durchatmen. Oh, schon wieder das gleiche Kleid? Das steht mir halt einfach besser. Geh und zieh dich um. Okay. Oh. Fashion Week Paris, aufgepasst. Das ist meine persönliche Kombo. Mal sehen, ob sie das nachmachen kann. Wer ist jetzt die Dumme, hä? Huh? Was? Ich wusste es. Ich hab's in 4K. Das behalte ich auch. Nein, nein. Zu langsam. Was? Was ist das? Ist das wieder so ein Streich von dir? Was? Eine Hochzeit? Willst du mich veräppeln? Finn und du, ihr seid verheiratet. Als ob du jemals eine Chance gehabt hättest. Oh, genug rumgealbert. Das reicht. Ja? Ich bin auch bewaffnet und bereit in deinen Träumen. Finn gehört mir. Also machen wir etwas friedlicher weiter. Wow, schaut euch diese Spirale an. Hammer. Das nenne ich Meerjungfrauenlocken. Ruhig, Britt. Ich habe noch einiges vor mir. Schön drehen, Baby. Nein. 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 Oh, das will ich haben. Möge die Show beginnen, Baby. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich wette, alle Mädchen können diesen Moment nachempfinden. Bloß nichts verheddern. Mal sehen, wie die anderen Lala-Mädels das machen. Also sieht im Video ganz einfach aus. Oh, ich glaube, ich hab's. Ja, das ist meine beste Taijutsu-Technik. Achtet auf meine Hände. Ja, es läuft alles nach Plan. Du kommst hier hin. Ah, perfekt, ja. Du bist so ein leichtes Ziel. Was? Nimm es raus. Hä? Oh, sag mir bitte nicht. Ich will mit dir. Freunde? Freunde. Los. Hey Mädels, eure Schlüssel. Wir sind aber kein Paar. Sorry Mädels, ihr seid zu spät. Na schön. Gehen wir. Ich bin eh wegen Finn hier. Wo ist Finn? Finn? Das ist keine 8, es ist ein Unendlichkeitszeichen. Regenbogenhaar. Autsch. Gehört mir. Alles okay? Nein, nimm mich. Nein, nicht. Ich bin die Richtige. Nein, hört auf, bitte. Bitte. Finn. Ihr seid verrückt. Du hast meine Chance auf Finn ruiniert. Was redest du da, Mega-Loser?
hilft immer bei gebrochenem Herzen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Es ist so lustig hier. Wow, ein Geschenk? Öffnen wir es. Das ist so aufregend. Wow, es ist eine Puppe. Sie ist so schön. Sie gehört mir. Ich habe sie zuerst gesehen. Lass los. Schau, was du getan hast. Das ist nicht gut. Es passiert etwas. Wo bin ich? Warte, wo ist mein Arm? Hey, gib mir das. Oh, das ist viel besser. Und was euch beide betrifft, nimm das. What? Was? Was ist das? Oh, das werdet ihr erfahren. Was ist hier los? Sieh mich nicht an. Dieses Kleid betont wirklich meine Augen. Und die Accessoires? Wow. Ich bevorzuge blau. Machst du Witze? Du hast keinen Sinn für Mode. Wow, ganz ruhig. Was willst du? Schau dir das an. Wow! Was sollte das? Und warum fühle ich mich anders? Gute Arbeit. Oh-oh. Du bist die Nächste. Ah! Warum machst du das? Das war gemein. Was passiert jetzt? Ich verstehe es nicht. Es ist eine Puppen-Makeover-Challenge. Muss ich alles erklären? Er ist unhöflich. Packen wir es an. Was haben wir? Schau dir diese Puppe an. So viele Pickel. Das sieht nicht gut aus. Oh je. Ich sollte mir besser meine Puppe anschauen. Mensch, mein Glück. Genau das, was ich erwartet habe. Sie hatte bessere Tage gesehen. Das wird harte Arbeit. Siehst du das? Sie ist besser als meine Puppe. Ich meine, schau dich an. Ich glaube es nicht. Wir müssen das beheben. Kleber? Das könnte nützlich sein. Mach es dir bequem. Ich spritze den Kleber auf dein Gesicht. Ich will all deine Pickel abdecken. Es wird eine Gesichtsmaske. Und jetzt noch ein bisschen Glanz. Ich streue Glitzer über den Kleber. Jetzt lassen wir es fest werden. Es ist lang genug. Zeit, sie abzuziehen. Wow, schau mal, deine Haut ist makellos. Ich wusste, dass es klappt. Wow, danke, Annie. Gern geschehen. Machst du Witze? Das kann ich noch besser. Oh, ich muss niesen. Hatschi! Das war ein übler Schlag. Entschuldigung. Ich mache es besser. Schau mal, eine Zahnbürste. Sie wird die Aufgabe erledigen. Bereit? Los geht's. Das könnte kitzeln. Aber es wird den Rotz los. Wir sind fast fertig. Das ist schon besser. Du bist nett und sauber. Was denkst du? Ich war noch nie so erleichtert. Ich freue mich, das zu hören. Du musst deine Zähne putzen. Sie hat recht, weißt du? Das ist so peinlich. Wo ist diese Zahnbürste? Das ist, was ich brauche. Widerlich. Du siehst das, oder? Wuhu! Du kannst so hochspringen. Was ist mit deinem Haar passiert? Ich bürste es lieber. Das wird nicht lange dauern. Was machst du? Ich tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Dein Haar ist wunderschön. Das stimmt nicht ganz. Es braucht etwas Farbe. Ah, ich verstehe. Du willst blaues Haar. Mal sehen, was ich tun kann. Das sollte uns helfen. Es wird wie ein Friseurbesuch. Ich hoffe, du kannst die Luft anhalten. Warte, ich habe es mir anders überlegt. Ernsthaft? Du bist echt eine Diva. Warte, ich habe eine Idee. Ich kann diese Farbstifte benutzen. Ja, das ist eine bessere Idee. Was denkst du? Ich werde es versuchen. Setz dich genau dorthin. Wir fangen mit dem Blau an. Ich muss es nur drücken. Jetzt werde ich es durch deine Haare bürsten. Das ist viel einfacher. Es gibt eine einfache Beschichtung. Zeit für die andere Seite. Wir werden dafür Pink verwenden. Das wird großartig aussehen. Dann lassen wir es trocknen. Das sollte lang genug sein. Wow, es ist unglaublich. Es steht dir wirklich gut. Du siehst wirklich glamourös aus. Ich bin ein Naturtalent. Wow, schau dir das an. Ich wünschte, meine Puppe sähe so aus. Bleib ruhig. Ich gebe mein Bestes. Warte, ich hab's. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss dich herumdrehen. Ich werde dein Haar kurz bürsten. Und dann flechten. Ich nehme mir Zeit.
Ich will, dass es perfekt ist. Es wird so hübsch aussehen. Jetzt füge ich Accessoires hinzu und es wird wirklich auffallen. Nun bin ich fertig. Lass mich mal nachsehen. Es sieht wunderbar aus. Wow, du siehst wunderschön aus. Was denkst du? Du musst es zeigen. Oh, sie sind so glücklich. Warte, sind sie Freunde? Großartig. Das ist alles, was wir brauchen. Hm. Boing, boing. Kannst du damit aufhören? Geht mir so auf die Nerven. Autsch, meine Füße. Was ist los? Oh, das ist nicht gut. Es tut mir so leid. Vielleicht kann ich helfen. Zieh mal diese Schuhe an. Was sagst du? Nein, es tut immer noch weh. Nein, ich dachte, das würde funktionieren. Ich gebe nicht auf. Okay, wie wäre es jetzt? Ist das besser? Nein, auf keinen Fall. Wow, du hast einen besonderen Geschmack. Oh, wow. Schau dir das an. Lass mich mal sehen. Das wird perfekt sein. Ich brauche die Goldfolie. Ich werde es um deine Füße wickeln. Genauso. Jetzt nehme ich die Heißklebepistole und trage Kleber auf die Folie auf. Alles gut abdecken. Warten, bis es trocken ist. Und sorgfältig entfernen. Wow, so schick. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich habe ein Stück Golddraht. Ich werde es biegen und drehen. Das wird reichen. Ich füge es dem Stiefel hinzu und klebe es fest. Dieser gelbe Pfeifenreiniger sieht wie Fell aus. Und nun Perlen. Das reicht. Sie sind so stilvoll. Probier sie an. Wow, unglaublich. Das sind mal Stiefel. Was sagst du jetzt? Wow, danke. Ich wusste, dass sie dir gefallen würden. Meine Puppe braucht Schuhe. Oh nein. Wie ist das überhaupt passiert? Warte, ich kann das nehmen. Es riecht nach Käse. Ich fange an, dies zu bereuen. Aber es muss getan werden. Ich muss hier noch etwas abändern. Ich mache einen kleinen Schnitt und entferne diesen Abschnitt. Ich brauche nur diesen Teil. Ideale Größe. Ich muss ihn aufmachen, dann nach innen umdrehen. Als nächstes nehme ich Nadel und Faden und nähe entlang der Kante. Ich möchte nicht, dass die Naht sichtbar ist. Also drehe ich ihn wieder um. Ich wickle ein Band um die Spitze. Das verleiht einen leichten Schimmer. Mal sehen, wie es passt. Ich ziehe es meiner Puppe an. So weit, so gut. Ich weiß, es sieht zu lang aus, aber es ist Teil des Plans. Ich möchte keine Lücken. Nun kommt ein Streifen aus silbernem Schaum. Ich lege ihn auf die Puppenfüße. Ich drücke es fest. Nun nehme ich eine Heißklebepistole. Ich brauche eine dünne Schicht. Dann lege ich lila Schaumstoff drauf. Ich glaube, sie sind bereit. Oh, sieht gut aus. Ich bin damit ziemlich zufrieden. Sie sind besser geworden, als ich dachte. Du solltest auf dem Laufsteg sein. Du siehst aus wie ein Model. Wie geht das? Stinkt. Es ist so schlimm. Oh ja, der Geruch. Das habe ich vergessen. Ignoriere es einfach. Aha. Ich habe die beste Zeit. Mein Magen knurrt. Ich habe so einen Hunger. Gib mir einen Moment. Ich brauche Essen. Aha, Süßigkeiten. Das ist, was ich brauche. Ja, ich rieche Süßigkeiten. Das wird mir Spaß machen. Oh ja. Darf ich es ausprobieren? Nope. Auf keinen Fall. Das gehört alles mir. Hol dir deine eigenen Süßigkeiten. Oh, das ist gemein. Hm. Warte eine Sekunde. Oh, ein echter Wurm. Lass mich das sehen. Hä? Was machst du da? Er ist nicht echt. Aber keine Sorge, ich habe eine Idee. Ich werde den Wurm hierher legen. Ich brauche ein Stück Stoff. Ich trage Kleber drauf. Dann klebe ich den Wurm daran fest. Ich muss es perfekt ausrichten. Ich benutze dafür eine Pinzette. Ich mache ein Muster draus. Jetzt brauche ich mehr Kleber. Ich trage ihn entlang der Kante auf. Das sollte es tun. Jetzt füge ich mehr Würmer hinzu. Das wird so gut aussehen. Ich wollte schon immer Modedesignerin werden. Ich bedecke das Kleid mit Würmern. Mutter Natur wäre stolz. Ich glaube, es ist fertig. Wow, was für ein Kleid. Es ist unglaublich. Und zieht Blicke auf sich. Du bist großartig, Mädel. Ich liebe es. Sind das Würmer? Wow, unglaublich. Hey, ich habe eine bessere Idee. Schau dir das an. Ich brauche ein Stück gelbes Papier. Es ist Zeit, künstlerisch zu werden. Ich zeichne Blumenblätter. Ich brauche eine Menge davon.
noch eins hinzufügen. So, das reicht. Jetzt muss ich sie ausschneiden. Oh, sie sind so hübsch. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich nehme meine Heißklebepistole und gebe einen Tupfer Kleber in die Mitte. Dann befestige ich eine kleine Blume dran. Ich kann eine Perle in die Mitte legen. Ich mache das Seil mit dem Rest. Zeit, ein Kleid zu machen. Ich werde es umwandeln. Ich werde die Blumen draufkleben. Eine Blume reicht nicht aus. Ich lege die Blumen übereinander. Die kleineren Blumen platziere ich oben. Ich möchte das Kleid bedecken. Nun die letzten Feinschliffe. Ich füge Bänder hinzu und noch Perlen. Ich glaube, es ist fertig. Und wunderbar. Wow, unglaublich. Es ist wie ein Garten. Ich bin wirklich glücklich. Es haut mich um. Du hast so ein Glück. Aber du verdienst es. Es ist okay, denke ich. Etwas fehlt noch. Ah, ich weiß. Wir können diese Folie verwenden. Gib mir eine Sekunde. Es ist das perfekte Haaraccessoire. Du musst einen Mond haben. Es rundet dein Aussehen ab. Was machst du da? Ich muss mich konzentrieren. Das ist, was ich will. Ich habe ein Diadem gemacht. Es sieht aus wie Sonnenstrahlen. Es ist perfekt. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Das ist das Beste. Wow, du bist so hübsch. Oh, meine Puppe ist besser. Sie ist schick und stilvoll. Ich glaube, sie wollen Freunde sein. Okay. Ich hatte so viel Spaß. Warte, denkst du, was ich denke? Ja, sicher. Wechseln wir. Ich nehme deine Puppe. Wow, sie sieht toll aus. Das hast du toll gemacht. Wir alle wollen gut aussehen, auch wenn man eine Puppe ist. Wer denkst du, hat das beste Makeover gemacht? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Denk dran, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere unterhaltsame Videos wie dieses. Oh Mann, die Natur ruft. Hey, mach auf. Das ist nicht fair. Ah, so viel an einem Tag. Was passiert denn so Gutes auf TikTok? Ah. Ja, mach die Tür auf. Ja. Oh nein. Warum passiert das immer mir? So eklig. Barbie? Mach auf. Oh oh. Das Klo brauche ich nicht mehr. Aber ich brauche eine neue Hose. Wie auch immer. Deine Haare sind so durcheinander. Aber wie kann ich dich wieder in Ordnung bringen? Ich habe kein Werkzeug für das Makeover. Oder doch? Perfekt. Bitte sehr, Barbie. Meinst du das ernst? Hey, ein Versuch war's wert. Was ist noch in der Kiste? Was? Ich finde es heraus. Hey, was ist das? Eine Bürste? Komisch. Hä? Ein Kopfmassagegerät? Das ist die richtige Stelle. Weiter geht's. Haarfärbemittel. Genau das, was wir brauchen. Los geht's. Aber zuerst malen wir. Die Farbe gefällt mir. Wir müssen alles abdecken. Nur ein Stück von vielen, siehst du? Bist du bereit? Überraschung! Wow, toll! Ich dachte mir, dass es dir gefällt. Hier! Warte, wo ist die Couch? Couch? Nichts zum Anlehnen? Autsch! Kein Bett? So ungemütlich. Recht hat sie. Aber wie macht man ein Bett? Moment mal. Ich muss noch was basteln. Ein bisschen Geduld. Das sieht schon viel gemütlicher aus. Und mit Sicherheitsnadeln verschließen. Du hast eine Matratze. Und schau dir das Bettgestell an. Da möchte man doch gleich ein Nickerchen machen. So süß, oder? Ein Bett wie für eine Prinzessin. Was meinst du? Findest du es toll? Probier es aus. Na? Ich bin im Betthimmel. Gute Nacht, Barbie. Oh, sie sieht so friedlich aus. Süße Träume. Niemand stört sie. Endlich Zeit für mich. Was ist das? Guck mal, der Teppich. Eine rosa Lampe? Wenn ich nur so eine hätte. Moment mal. Barbie hat keine Lampen. Warte,
mein rosa Pulli. Hashtag Glühbirnenmoment. Tada! So süß. Phew, lasst uns Lampen basteln. Wir fangen mit dem Lampenschirm an. Die Spitze ist echt hübsch. Perfekt für Barbie. Der Mast ist auch super. Alles fertig. Meine bisher hellste Idee. Es werde Licht. Hä? Ist das? Viel Spaß. Oh, wow. Ich dachte, das gefällt dir. Hä? Was ist das denn? Mein Handy. Ein Auto? Braucht Barbie so ein Auto? Okay, dann. Igitt, das muss ich abwischen. Hey, guck mal. Was macht die denn da? Oh, Kekse. Oh, Megan? Das ist so lustig. Eine Show? Psst. Hey, hier drüben. Ich will die Show. Wirklich? Du willst die Show? Oh, okay. Dann viel Spaß. I'm feeling good about this. Wow. What's going on, girls? Hey, das habe ich gesehen. Hallo? Tut mir leid, es bleibt nicht oben. Das nervt. Wem sagst du das? Warte mal, ist hier was Brauchbares? Sind das Wimpern? Bingo! Genau so. Ich hab's. Das interessiert mich mehr. Aber die Wimpern sind süß. Okay, konzentrier dich. Schöne Form. Die kann ich mit Papier machen. Jetzt machst du das Plastik obendrauf. Aber ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist ein Strohhalm. Aber ich werde ihn nicht zum Trinken benutzen. Steck deine Fotoleinwand rein. Passt perfekt. Viel Spaß beim Anschauen, Barbie. Wow, wie schön. Ich liebe Filmabende. Ja. Das Zimmer wird immer schöner. Es hat einen großen Fernseher, tolle Beleuchtung und das bequemste Bett von allen. Die Barbie hat wirklich Glück. Danke, Freundin. So, fertig. Psst. Ich lasse Barbie noch etwas Privatsphäre. Bis später. Okay, Püppchen. Sag Hallo. Hallo. Genug gespielt. Jetzt ist Mathe dran. Mathe? Muss das sein? Jetzt lernst du, verstanden? Das ist unfair. Wow, was ist denn hier los? Wow, ich gehe jetzt rein. Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Ha! Was ist da drin? Ja, ich hab's geschafft. Zeit, das Rätsel zu lösen. Mal sehen. Was sind das für Sachen? Ein Barbie-Jeep? Barbie! Wow, das ist ein geheimer Raum. Nicht mehr so geheim. Wow, guck mal. Hallo, ich bin Betty. Noch mehr Licht? Wow, danke. Ah, meine eigene Barbie. Wo sind deine Sachen? Sachen? Okay, du wartest hier. Du brauchst eine Bleibe. Ist es das, wofür ich es halte? Wie alt ist das Ding? Das ist mein Zimmer. Nein, nicht mehr. Warte, nein. Das ist viel besser. Mein Zuhause. Ich mach dir noch ein besseres. Oh. Ja, diese Kiste. Du musst dem Prozess vertrauen. Karton ist sehr vielseitig. Schau, du kannst alles daraus machen. Wie ein Traumhaus. Mit großen Fenstern und perfekt rosa Wänden. Ziemlich cool, oder? Was für eine Augenweide. Und was wäre ein Traumhaus ohne Swimmingpool? Einfach perfekt. Was? Wow. Ich weiß, das ist etwas ganz Besonderes. Komm rein. Ich liebe es. Warte mal. Wow. Wie auch immer. Ich setze eine Sonnenbrille auf. Du auch. Die sind süß. Du musst dich eincremen. Ich mich auch. Und natürlich ein kühles Getränk. Achtung, fertig. Ein Sonnenbad. Gefällt dir das? Absolut. So schön. Die Sonne tut gut.
so entspannend. Ich fühle mich so frei. Oh, cool. Barbie, alles in Ordnung? Nicht wirklich. Oh nein. Hilfe. Ach ja? Aber wie denn? Mein biegsamer Strohhalm. So ist's gut. Kein Umkippen mehr für dich, Barbie. Eine Schaukel ist in Arbeit. Kleber und Strohhalme, mehr brauche ich nicht. Ich bin hier fast fertig. Nur noch ein paar Teile. Und weiter geht's mit dem nächsten Teil. Mehr Heißkleber, bitte. So ist es gut. Ich brauche noch mehr. Siehst du, das passt gut zusammen. So, fertig. Die perfekte Schaukel für den Pool. Jetzt kannst du schaukeln, so viel du willst. Willst du die Schaukel ausprobieren? Dann setz dich hin. Juhu! Wow, schön. Das rockt in mehr als einer Hinsicht. Ich bin so glücklich. Aber was ist mit den Poolnudeln? Die könnte ich gut in meinem Pool gebrauchen. Wer es findet, dem gehört's. Wow, stark. Ah, schön. Oh ja. Ach, was für eine Erleichterung. Was ist das alles? Altes Zeug? Das macht mich neugierig. Von wie alt reden wir hier? Oh, so viel Staub. Das ist nicht die richtige Atmosphäre. Was noch? Alte Kopfhörer? Ausgesteckt. Die funktionieren nicht. Was ist das denn? Ich habe einen Schatz gefunden. Ach ja? Das süßeste Partykleid. Wow. Das habe ich gesucht. Hier, zieh es an. Es passt dir wie angegossen. Überzeuge dich selbst. Hä? Wie groß ist der Spiegel? Ich fühle mich etwas überwältigt. Das geht ja ewig so weiter. Ich habe Angst. Lass mich nachdenken. Ist hier ein alter Spiegel? Gibt es einen? Aha, gefunden. Guck mal. Oh. Ja, ich richte es für dich. Ich fange mit einem süßen kleinen Rand an. Hübsch. Und jetzt noch ein paar lustige Details. Blumen und Herzen natürlich. Schau mal, wie süß die alle sind. Fertig. Was meinst du? Oh, wow. Gar nicht so unheimlich, oder? Ich sehe ganz toll aus. Schatz? Oh nein. Meine Wand. Betty? Was hast du gemacht? Was ist hier los? Hallo, Mama. Hallo? Hallo, willkommen an meinem besonderen Ort. Ja, ist alles für dich, Barbie. Nur das Beste für meine Bestie. Bist du böse? Hör auf zu reden, Barbie. Ich muss meinen Bauunternehmer anrufen. Hat dir das Video gefallen? Teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, es zu liken und zu abonnieren, um mehr davon zu sehen. Zeit, meine Sachen zu zeigen. Oh ja, ich rocke den Laufsteg. Wie fühlt sich das an? Die Kamera liebt mich. So schick. Findest du? Zeit für die Punkte. Was? Wirklich? Wie war ich? Du warst okay. Jetzt warte mal. Was ist denn los? Mir ist schwindelig. Was für ein Tag. Warte mal, die Puppen. Guck mal, die sind in der Mülltonne. Wir haben euch. Igitt, so dreckig. Das müssen wir in Ordnung bringen. Zeit für ein Umstyling. Oh, was ist denn hier los? Halt mich fest, Julie. Das gefällt mir gar nicht. Runter. Ups, das ist mein Bauch. Phew. Warte. Hast du gerade gesprochen? Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich hol dir was zu essen. Guten Appetit. Essen lecker. Wow, nicht so schnell. Ich bereue nichts. Schau dich an. Ich will mehr. Ach, du hast ein Problem. Du bist voller Soße. Ich muss sie abwischen.
So ist es schon viel besser. Ich habe eine Idee. Mach es dir bequem. Ich brauche einen Pinsel. Ich tauche ihn in Ketchup. Dann streiche ich ihn dir ins Haar. Die Farbe wird dir gut stehen. Wir müssen die Farbe festlegen. Ich wickle deine Haare in Alufolie ein. Das ist wie beim Friseur. 3, 2, 1. Und nun das Ergebnis. Lass mal sehen. Wow, unglaublich. Das gefällt mir so gut. Das ist genau dein Ding. Was meinst du, Julie? Ich finde es gut. Ich fange besser an. Der Pinsel klemmt. Warte mal, ich mach das schon. Er klemmt? Komm schon. Meine Puppe kann fliegen? Das könnte böse enden. Alles in Ordnung? Oh, bring meine Haare in Ordnung. Oh, was soll ich machen? Aha, ich hab's. Alles unter Kontrolle. Lass mich mal drücken. Na, wie ist das? Das ist so glamourös. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich wollte schon immer Friseurin werden. Hier mache ich einen Schnitt. Ich will es in Strähnen teilen. Jetzt flechte ich es. Ich drehe die Strähnen. Das wird so schön. Ich darf das Oberteil nicht vergessen. Das gibt dir Volumen. Du wirst toll aussehen. Das sollte reichen. Wow, umwerfend. Schau dir das an. Wow, unsere Puppen sehen toll aus. Wir sind so talentiert. Alles in Ordnung? Ich muss niesen. Nein! Das wird eine Sauerei. Es kommt direkt auf mich zu. Das war knapp. Das würde ich nie tun. Es gibt nur eins. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ein bisschen Hilfe? Igitt, so eklig. Das tut mir aber leid. Warum musste das passieren? Das ist ja peinlich. Gut, dass ich die Maske habe. Was machst du da? Ich habe eine Idee. Ja, das könnte funktionieren. Ich muss nur ein paar Änderungen vornehmen. Ich brauche diese zwei Teile. Das wird das perfekte Outfit. Los geht's. Ich fange mit dem Rock an. Jetzt falte ich das große Stück. Ich schneide eine Ecke ab. Dann schneide ich hier entlang. Ich will nichts falsch machen. So sollte es gehen. Probiert das mal an. Ich binde es dir um die Hüfte. Wow, was für ein Outfit. Du gehörst auf den Laufsteg. Wow, ich liebe es. Schokolade. Das ist so lecker. Ich habe mir eine Belohnung verdient. Ist das ein neues Kleid? Es sieht gut aus. Wow. Wow, was ist mit dir passiert? Ich will nicht darüber reden. Ich kann der Schokolade nicht widerstehen. Warte mal kurz. Du hast eine Packung an dir kleben. Ich frage mich. Ich weiß, was wir machen. Wie wär's mit einem goldenen Kleid? Dann leuchtest du wie ein Stern. Ich falte das Bonbonpapier um dich herum. Dann mache ich dir einen fließenden Rock. Wir sind hier fertig. Es ist wunderschön. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Jetzt brauchst du nur noch einen Prinzen. Wow, ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wow, du siehst toll aus. Irgendwas fehlt noch, aber ich weiß nicht was. Warte mal, Schmuck. Du brauchst ein Accessoire. Ich hole mir erstmal was zu trinken. Das wird reichen. Hä? Wofür ist das? Das wirst du schon sehen. Ich brauche die Lasche. Ich schneide das Stück ab. Ja, das wird den Job erledigen. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Stil. Ich habe genau das Richtige. Ich male es silbern an. Dazu nehme ich Nagellack. Dann lege ich einen Edelstein drauf. Probier das mal an. Wow, es ist perfekt. Das hast du dir verdient. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, es glänzt so schön. Naja, es ist nicht schlecht. Sei nicht neidisch. Wie können wir das toppen? Wo ist mein Schmuck? Warte, mein Ring. Den können wir gebrauchen. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das wird eine tolle Kette. Wow, das ist mein Stil. Das war so einfach. Gut gemacht. Danke, Julie. Ich habe so viel Spaß. Ich bin noch nicht fertig. Ah, ich weiß. Ich habe etwas Besonderes vor. Ich brauche Kleber und Glitzer. Ich werde einen Holzspieß in den Kleber tauchen. Und dann in den Glitzer. Ich brauche nur ein Stück.
Keine plötzlichen Bewegungen, okay? Wir müssen den Kleber trocknen lassen. Das wird gemütlich. Wie läuft's da drin? Ich brauche eine Maniküre. Ich habe mir eine Verwöhnbehandlung verdient. Oh, du kannst jetzt rauskommen. Du brauchst ein Nasenpiercing. Wow, so ist das schon besser. Ich sehe so cool aus. Oh, ist das ein Einhorn? Bilde ich mir das ein? Das sieht so zauberhaft aus. Ich habe dir doch gesagt, dass es Einhörner gibt. Und das gehört alles mir. Was auch immer. Nervig. Du bist leicht zu beeindrucken. Wo ist es? Alles ist so verschwommen. Nein, ich kann es nicht sehen. Hä? Es ist doch genau da. Wovon redet sie? Das ist ein Problem. Ich glaube, du brauchst eine Brille. Und ich weiß, was ich machen werde. Ich nehme diesen goldenen Draht. Ich brauche einen Bleistift. Ich werde den Draht um ihn wickeln. Ich mache eine Schleife. So weit, so gut. Jetzt mache ich eine zweite Schlaufe. Ich schneide den überstehenden Draht ab. Dann biege ich ihn. Wow, eine schicke Brille. Barbie wird sie lieben. Wie ist das? Alles ist so klar. Wo ist das Einhorn hin? Oh, es ist weg. Es war doch genau hier. Ich hätte es wissen müssen. Du machst mich so glücklich. Es gehört zu uns. Was? Es hat mich ausgesucht. Schon in Ordnung. Du siehst wunderbar aus. Was für ein Unterschied. Ich hatte die beste Zeit. Wir waren toll. Dieser Look ist gerade in. Es ist der letzte Schrei in Paris. Schlag ein. Das lief nicht ganz nach Plan. Vergiss es. Du hast es versaut. Das habe ich gehört. Was für ein Makeover. Wenn du gut aussiehst, fühlst du dich auch gut. Welche Puppe hatte das beste Makeover? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für mehr lustige Videos wie dieses. Ich kann das. Puh. Barbie, ich muss dich etwas fragen. Willst du mich heiraten? Ich kann es nicht glauben. Ich habe von diesem Moment geträumt. Ja, Ken, ja. Wohin gehst du? Ich muss ein Kleid finden. Ich bin gleich wieder da. Oh mein Gott, Wahnsinn. Das Kleid muss perfekt sein. Mal sehen, was ich hier habe. Das passt nicht. Das auch nicht. Was soll ich nur machen? Ich brauche ein schönes Hochzeitskleid. Es soll schick und elegant sein. Es soll die Leute beeindrucken. Ich werde es nie finden. Was machst du da? Denkst du, was ich denke? Wir müssen das in Ordnung bringen. An die Arbeit. Wie ist das Wasser? Ah, es fühlt sich gut an. Ich brauche es. Ich verdiene es, verwöhnt zu werden. Oh ja, du bist eine Zauberin. Die Bürste ist ein Zauberstab. So, fertig. Na, was sagst du? Ich liebe es. Das ist nicht umsonst. Wie viel? Gibt es ein Problem? Ich habe meine Karte nicht dabei. Ich habe sie in meinem Traumhaus vergessen. Tut mir leid. Hier, nimm das. Ah, aua. Das tut weh. Hast du das gesehen? Das sehen wir uns besser mal an. Gute Idee. Hallo, ist da jemand drin? Guck mal, eine Puppe. Igitt, das ist ja eklig. Die stinkt. Die müssen wir sauber machen. Vielen Dank dafür. So ist es schon viel besser. Komm, wir gehen. Ich mag diese Farbe. Sie gibt dem Ganzen ein bisschen Glanz. Ich kann es kaum erwarten. Wow, das sieht toll aus. Wo fangen wir an? Mal sehen. Schuhe, guck mal. Oh nein, die müssen weg. Finde ich auch. Warte, was? Vertrau uns. Aber was soll ich anziehen? Das werden wir schon herausfinden. Ich brauche Schuhe. Meine Füße frieren. Was zum... Oh, das ist nicht gut. Ich wärme dich. Das geht nicht. Was machen wir jetzt? Moment. Ich trockne das besser. Oh, das benutze ich gerade. Das ist viel wichtiger. Lass uns an die Arbeit gehen. Ich lackiere deine Füße mit durchsichtigem Nagellack. Dann lege ich sie unter das UV-Licht. Wir brauchen noch eine Schicht. Wir haben Schuhe in Sekundenschnelle. Dann trage ich Glitzernagellack auf. Ich klebe einen Stein auf die Schuhe. Das gibt ein bisschen Glamour. Wie gefallen sie dir? Sie sehen gut aus. Wow,
Wow, danke. Die sehen toll aus. Wahnsinn, ich liebe sie. Jetzt gib mir das. Kannst du das glauben? Da ist aber jemand launisch. Das ist doch nur Meg. Ich muss eingenickt sein. Raus aus den Federn. Ich hatte den besten Traum. Barbie? Was ist mit deinen Haaren passiert? Es ist schrecklich. Das sieht nicht gut aus. Lecker. Meg, das ist ein Notfall. Was ist das? Ich weiß. Wir müssen etwas tun. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Warte, hier, nimm das und meinen Keks. Was ist denn gerade passiert? Ich brauche den Strohhalm. Zeit für eine neue Frisur. Was machst du da? Ich muss den Strohhalm abschneiden. Ich nehme dieses Stück. Ich muss ihn durchschneiden. Ich schneide in der Mitte. Das brauchen wir. Lass es uns ausprobieren. Hier, steck dein Haar in den Strohhalm. Und binde es mit einem Haarband zusammen. Es darf nicht herausfallen. Wir brauchen mehr Strohhalme. Und jetzt warten wir. Es wird sich lohnen. Wow, das ist ja toll. Wer braucht schon einen Friseur? Das ist lang genug. Wir können sie ausziehen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Das steht dir wirklich gut. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wow, es ist wunderschön. Ich wusste, dass es dir gefällt. Ich brauche eine Belohnung. Ich nehme meine Milch. Und den Keks. Welchen Keks? Sehr lustig. Ich habe keinen Keks gesehen. Snackdiebin. Ich konnte nicht anders. Ich habe mich so darauf gefreut. Warte mal, ist es schon so spät? Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben immer noch kein Kleid. Ich mach besser eins. Wie schwer kann das schon sein? Aber ich muss mich beeilen. Ein kleiner Schnitt hier, ein Schnitt hier. Meine Freundinnen sind die Besten. Ich bin in meinem Element. So nennst du das? Tada! Warte mal. Das sieht nicht gut aus. Ich habe es ruiniert. Die Hochzeit ist ruiniert. Ich werde mich mit Essen trösten. Das wird mich aufmuntern. So gut. Das ist deine Lösung für alles. Ich weiß nicht mehr weiter. Mir fällt nichts mehr ein. Die Hochzeit ist gestrichen. Tut mir leid, Barbie. Sei nicht so dramatisch. Muss ich alles lösen? Was sollen wir tun? Lass mich nachdenken. Warte, ich hab's. Lass uns ein Kleid entwerfen. Das brauche ich. Das ist die Lösung für unser Problem. Guck mal. Ich schneide die Muffins in Streifen. Ich wickle sie um Barbie. Dann lege ich sie aufeinander. Jetzt brauche ich noch ein Stück Alufolie. Das wird ein tolles Oberteil. Du brauchst noch eine Kette. So. Was für eine schöne Braut. Sie ist noch schöner, als ich sie mir vorgestellt habe. Guck mal. Wow. Lass mal sehen. Boah, lass los. Zwing mich doch. Hör auf, Betty. Was machen die da? Wer hat das gesagt? Hey, hört auf damit. Das ist peinlich. Entschuldige bitte. Ups. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Du siehst wunderschön aus. Was für ein Charmeur. Ich liebe Bonbons. Das ist mein Lieblingsbonbon. Sieht lecker aus. Guck mal, das ist Betty. Ich hab die Blumen. Die sind aber groß. Barbie kann sie nicht halten. Schau sie dir an. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Wenigstens riechen sie gut. Die können in den Müll. Aha, ich weiß. Wo willst du denn hin? Wie wär's mit diesen Blumen? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wie ist das? Sie macht Witze, oder? Nein. Ich frage mich, wir können Bonbons benutzen. Was? Wie? Guck mal, das muss ich schmelzen. Ich brauche eine kleine Menge. Das sieht ungefähr so aus. Ich muss es in eine Form gießen. Ich muss schnell arbeiten. Ich stecke Zahnstocher hinein. Dann warte ich, bis sie hart sind. Das wird schön. Sie sehen aus wie Blumen. Jetzt mache ich einen Strauß. Ich binde ein Band darum. Wow, das ist aber schön. Ich zeige ihn lieber Barbie. Er hat genau die richtige Größe. Oh, wie süß. Wow, danke. Sie riechen wunderbar. Ich fange gleich an zu weinen. Ich bin so glücklich. Warte, wie spät ist es? Wir haben noch keinen Ort gefunden. Mhm. Was machen wir jetzt? Wie wäre es damit? Das hat so ein rustikales Flair. Das glaube ich nicht. Weg damit. Wie wäre es mit dieser Kiste? Was? Nein, sie ist keine Pennerin. Ja, gutes Argument. Das ist schwierig. Warte mal, ich habe eine Idee.
Ach ja? Das können wir gebrauchen. Wow, das wird den Job erledigen. Tolle Idee, Betty. Das können wir noch besser. Wir machen noch Blumen dazu. Das muss schick aussehen. Ich nehme verschiedene Farben. Ich will, dass es auffällt. Fast fertig. So, fertig. Ich bin stolz darauf. Und wie gefällt es dir? Es ist toll. Tolle Arbeit. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich stelle es hier hin. Barbie wird so überrascht sein. Es ist so bunt. Ich glaube, das ist alles. Nicht so schnell. Was ist denn? Etwas fehlt. Aha. Wir brauchen Nudeln. Alles in Ordnung? Wofür ist das? Ist das nicht offensichtlich? Nein, definitiv nicht. Okay, pass auf. Ich färbe die Nudeln mit Lebensmittelfarbe. Ein paar Tropfen reichen. Jetzt mache ich die Tüte zu. Ich schüttle sie. Ich möchte, dass die Nudeln bedeckt sind. Sie färben sich. Dann gebe ich Streusel dazu. Sie sehen aus wie Blumen. Es sieht aus wie Gras. Das wird ein tolles Essen für Barbie. Hier kommt die Braut. Sie sieht wunderschön aus. Und das ist Ken. Ich bin so nervös. Sie sind ein tolles Paar. Stopp! Wir müssen die Zeremonie unterbrechen. Was ist los? Ein Moment. Was macht sie da? Sie braucht einen Schleier. Ja, natürlich. Sie hat sogar ein Diadem. Du hast an alles gedacht. Das ist das Tüpfelchen auf dem I. Erlaub mir. Jetzt bist du fertig. Beeil dich, Betty. Können wir jetzt heiraten? Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich habe immer davon geträumt. Sie sprechen ihr Eheversprechen. Es ist wie im Märchen. Ich will. Was für ein Ring. Ich will. Sie sind verheiratet. Ich bin die glücklichste Puppe der Welt. Ich wusste, ich muss weinen. Wie romantisch. Wenn ich nur ein Taschentuch hätte. Hey, mein Hemd. Psst, du ruinierst den Moment. Sie werden sich küssen. Was für ein Happy End. Es war perfekt. Was ist dein bester Makeover-Tipp? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal, um noch mehr lustige Videos wie dieses zu sehen. Du machst mich zur glücklichsten Puppe der Welt. Du mich auch. Oh, Jessie. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Ken, bist du hier oben? Ken, was ist hier los? Was zum... Ah! Barbie, nein! Das war's. Ich verlasse dich. Wie konntest du mir das nur antun? Mein Herz ist gebrochen. Ich werde nie wieder lieben. Hä? Was war das? Eine Puppe. Eine sehr traurig aussehende Puppe. Du weißt nicht, wohin? Dann komm mit mir. Du bist so hübsch. Mac, das ist ein Notfall. Ich habe diese Puppe gefunden. Denkst du, was ich denke? Wir geben ihr ein Zuhause. Das wird spaßig. Zuerst muss das Make-up runter. Verschmierter Mascara sieht nie gut aus. Halt still. Jetzt siehst du schon besser aus. Was? Hast du was gesagt? Hä? Ich weiß nicht. Wirklich? Die Wattestäbchen? Die willst du haben? Ja, genau. Mit denen geht's. Worauf wartest du? Okay, das könnte klappen. Ich nehme ein Stäbchen und schneide die Enden ab. Die klebe ich auf diesen gelben Kreis. Und zwar genau so. Dann umdrehen und Stoff ankleben. Das ist eine süße Blume. Aber es geht noch weiter. Ich träufle farbiges Wasser auf die Watte. So wird sie rosa. Wow, guck dir das an. Ist wie Zauberei. Die verschönern das Zimmer total. Hast du toll gemacht. Hey, was ist da drüben los? Siehst du das? Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche das. Das ist perfekt. Was machst du da? Oh, schon kapiert. Ich nehme das. Zeig mal her. Coole Idee. Ich mach das. Das habe ich schon. Ich brauche aber noch Perlen. Die fädle ich auf die Schnur. Dann kommt der Zipper. Dann noch eine Perle. Ich mache das abwechselnd, bis ich sowas habe. Das perfekte Wandaccessoire. Hier passen die gut hin. Yeah, gefällt mir. Phew, das war anstrengend. Ja, ich bin voll müde. Ich auch. Uah, da sagt ihr was. Heute war viel los. Warte mal. Komm her, Barbie. Willst du schlafen? Ja, ich möchte schlafen. Okay, warte kurz. Ich schnapp mir das. Die Pappe ist auch gut. Ich denke, ich habe alles. Dann fange ich mal an. Zuerst mache ich aus der Pappe so eine Box. Sieht unbequem aus. Aber mit diesem Schaum wird's besser. Ich wickle den um die Box.
Der hat auch schon die richtige Länge. Das ist gut. Hier habe ich einen Streifenstoff. Da lege ich den Schaum drauf. Ich platziere den mittig. Jetzt brauche ich meine Heißklebepistole. Ich verteile den Kleber an der Kante. Nur eine dünne Linie. Genau so. Dann falte ich den Stoff drüber und drücke den auf den Kleber. Der muss festkleben. Jetzt brauche ich Nadel und Faden. Ich führe die Nadel durch den Stoff und den Schaum. Ich mache das in der Mitte. Dann wickle ich die Schnur um den Schaum. Jetzt fädle ich eine Perle auf die Schnur. Ich nehme eine perlmuttfarbene. Dann steche ich die Nadel wieder in den Schaum. Ich mache das entlang der Länge, bis es so aussieht. Dieses Teil ist fertig. Ich lege das um die Box und klebe es an. Sieht schon gemütlicher aus. Aber eine Sache noch. Ein Kopfteil, das zum Bett passt. Ich klebe es an und es fehlt noch eine Matratze. Ich habe dieses Schaumstoffblatt und ein Stück Pappe. Darum wickle ich den Schaum. Mit Klebeband fixiere ich den. Ich mache das auch am Ende. Damit bin ich zufrieden. Das kommt aufs Bett. Jetzt muss ich es beziehen. Oh, dieses Laken ist süß. Ich brauche noch Kissen und ein zweites. Barbie wird es lieben. Ich zeige es ihr gleich. Hey, guck mal. Du wirst gleich süß träumen. Oh, ich habe noch diesen süßen Teppich. Schau es dir an. Zeit für deinen Schönheitsschlaf. Mach's dir bequem. Fühlst du dich gut? Sieht gemütlich aus. Es ist wunderbar. Hm, erfrischend. Hä? Entschuldigung. Wo ist mein Bett? Hm, warte. Ich weiß. Ich brauche Strohhalme. Die reihe ich so auf. Perfekt. Die muss ich noch zusammenkleben. Ich mache das mit der Heißklebepistole. Ich ziehe dünne Linien Kleber drüber. Das mache ich in zwei Abschnitten. Jetzt klappe ich das Ende hoch. Es fehlt noch der Rahmen. Ich biege die einfach in einen Winkel. Hier klebe ich noch welche drauf. Ich brauche noch ein Laken. Die Farbe gefällt mir. Und noch ein Kissen. Das war's schon. Ich würde drauf schlafen. Hey, guck, was ich gemacht habe. Probier es aus. Das wolltest du doch. Hab mir echt Mühe gegeben. Gefällt's dir? Na endlich. Dachte, du würdest dich freuen. Du bist mies drauf, wenn du müde bist. Danke. Man sieht sich morgen früh. Gute Nacht. Ich brauche einen Snack. Ich hab echt Hunger. Hm, ich liebe Chips. Aber immer mit Dip. Darauf stehe ich. Hm, lecker. Das ist voll gut. Das könnte ich ständig essen. Ugh. Was ist das für ein Lärm? Hm, so knusprig. Hä? Oh, du bist wach? Dein Lippenstift. Der ist total verschmiert. Was? Was meinst du? Ich hab was. Hm, der geht nicht. Ich wisch den ab. Ist das alles weg? Ich hab den Lippenstift. Ich liebe diese Farbe. Die steht dir echt gut. Schön. Ich hab keinen Spiegel. Hm, problematisch. Überlass das mir. Ich weiß, was zu tun ist. Ich schneide diese Schaumstoffplatte zu. Dann habe ich diese Teile. Los geht's mit den längeren Teilen. Ich trage Kleber auf den Rand auf. Mit der Heißklebepistole. Einfach von oben nach unten. Da klebe ich den schmalen Streifen an. Dieses Teil kommt an die Seite. Und das andere auf die andere Seite. Ist ein schöner Schminktisch. Aber dem fehlt noch der Wow-Effekt. Ich habe einen Streifenpappe. Und diese Alufolie. Die wickle ich drumrum. Ist ein toller Spiegel. Ich platziere den auf dem Tisch. Ich klebe Aluband auf die Kanten und fertig. Echt cool, dass ich das geschafft habe. Ich bin von mir selbst überrascht. Hier, bitte sehr. Oh, warte. Fast vergessen. Du brauchst einen Stuhl. Ich habe hier einen Limo-Deckel. Mit dem wird's gehen. Ich habe noch schwarzen Modellierton. Den forme ich um den Deckel. Daraus wird der Sitz. Sieht gut aus. Jetzt zum Rest. Ich brauche Strohhalme. Die sind aber zu lang. Ich schneide die zu. Jetzt haben die die richtige Länge. Das werden die Stuhlbeine. Ich rolle etwas Modellierton und stecke den ans eine Ende. Die kommen dann in den Limo-Deckel. Hm, vielleicht reicht ein Hocker doch nicht. Ich habe noch Modellierton übrig. Der wird die Rückenlehne. Das war's. Hier, bitte sehr. Genau, was du wolltest. Alles ist bereit. Das ist toll. Na los, trag deinen Lippenstift auf. Danke, Mac. Wow, sieht gut aus. Mua. Hä? Ist schon morgen? Ich habe so gut geschlafen. Ich stehe gleich auf. Ich kann ja nicht ewig im Bett liegen. Hey, Luna. Ja, stimmt was nicht? Ich brauche einen Kaffee. Kommt sofort. Der macht dich munter. Ist frisch zubereitet. Sag mir, wie er ist. Danke, beste Freundin. Ich brauche morgens eine Tasse Kaffee. Ups, sorry. Keine Panik. Ich mache das sauber. Hm, das darf nicht nochmal passieren.
Ich weiß, was zu tun ist. Den nehme ich. Joink! Sie hat nichts gemerkt. Ich habe Großes vor. Zuerst male ich den an. Die Farbe ist schön hell. Ich nehme einen Pinsel. Mit dem bemale ich den Deckel. Das muss gut decken. Soll ja perfekt aussehen. Ich darf keine Stellen übersehen. Sieht gut aus. Das lasse ich trocknen. Währenddessen kann ich was anderes tun. Ich habe diesen Plastikbecher. Der wird auch rosa. Hm, ich brauche noch einen. Das war einfach. Ich klebe die zusammen. Und da kommt der Deckel drauf. Das ist ein hübscher Tisch. Kein verschütteter Kaffee mehr. Ich lege noch ein Tischdeckchen drauf. Jetzt kannst du Teepartys veranstalten. So schick. Du bist die Beste. Aber wo soll ich sitzen? Das ist ein Problem. Obwohl das ein gutes Training ist. Oh nein, so weit habe ich nicht gedacht. Warte kurz. Ich habe nur eine Batterie und ein Stück Pappe. Naja, damit muss es gehen. Ich wickle die Pappe um die Batterie. Puh, das passt. Nur noch festkleben mit der Heißklebepistole. Wenn das trocken ist, ziehe ich die Batterie raus. Hier habe ich den Pappring. Jetzt kommt Kleber auf den Rand. Nicht zu viel. Ich will nicht, dass alles vollklebt. Jetzt brauche ich ein Stück Pappe. Da klebe ich den Ring drauf. Schön andrücken, damit er fest sitzt. Jetzt kommt die Schere. Ich schneide um den Ring herum. So weit, so gut. Hier habe ich ein Stück rosa Filz. Der ist schön weich. Ich lege das Pappstück drauf und falte den Filz drumherum. Ich stecke die Enden da rein. Dann festhalten und Kleber drauf tropfen lassen. Das klebt gleich. So bleibt alles zusammen. Ich bin noch nicht fertig. Der braucht noch Beine. Ich habe einen Holzspieß rosa angemalt. Den schneide ich in drei Teile. Die müssen gleich lang sein. Niemand will einen wackeligen Stuhl. Und hier ist wieder meine Heißklebepistole. Ich trage einen Klecks aufs Ende auf. Dann bleibt der am Filz kleben. Ich positioniere die schräg. Genau so. Das ist der letzte. Der Hocker ist fertig. Der passt perfekt zum Tisch. Schau mal, der kommt hier hin. Ich habe noch mehr gemacht. Viel besser. Hm, das riecht köstlich. Juhu, schlag ein. Muss ich? Du bist echt lahm. Oh oh, das ist nicht gut. Ich habe zu viel Limo getrunken. Ich muss auch pinkeln. Oh nein, warte kurz. Halte ein. Komm schon, komm schon. Ich hab's geschafft. Was zum Lesen? Kokosnuss? Hm? Beeil dich, Luna, mach schon! Hey! Barbie! Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, so wird's gehen. Keine Panik, ich bin unterwegs. Ich habe den Deckel von der Shampooflasche. Los geht's. Ich stell den auf den Kopf. Ich habe auch einen Zahnseidebehälter. Den klebe ich hinten an den Deckel. Jetzt zur Klobrille. Dieser Lockenstab tut es. Sie ist einsatzbereit. Just in time. Mach dein Ding. Dein Thron erwartet dich. Schnell, schnell, schnell. Was für eine Erleichterung. Das war wirklich dringend. Sonst wäre es peinlich geworden. Zu viel Information. Etwas Privatsphäre bitte? Baue ich meiner Puppe auch ein Klo? Nee, ich glaube nicht. Ich habe eine bessere Idee. Ich shoppe einfach online. Siehst du? Ganz einfach. Du siehst echt zufrieden aus. Sch, du bringst mich aus dem Konzept. Hey, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mit Publikum. Was hast du bloß gegessen? Ich glaube, Barbie ist fertig. Hoffe, sie hat gespült. Bist du jetzt zufrieden? Das haben wir gut gemacht. Ja, haben wir. Schlag ein. Oh, wir sind Freunde. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, Barbie. Das ist dein neues Zuhause. Es hat alles, was du brauchst. Und das Farbschema, wow, das ist total dein Stil. Na, das nennt man Zuhause. Hier gibt's kein Rosa. Voll geil. Die harte Arbeit hat sich echt gelohnt. Das sind definitiv zwei unterschiedliche Stile, aber beide sehen fantastisch aus. Wenn es um Zimmergestaltung geht, haben wir die richtigen Ideen. Welches Zimmer hat dir am besten gefallen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos. Heute ist mein großer Tag. Ich muss mich beeilen. Ken wartet auf mich. Ach, so schmutzig. Hey, Barbie. Es sieht so gut aus. Wer ist das? Ich liebe dich, ja, Ken. Ich will. Ja, ich will. Meinem Hochzeitstag. Ich kann nicht glauben, dass Ken mich so hintergangen hat. Was ist das? Eine neue Puppe. Endlich. Hä? Du stinkst total.
Machen wir dich sauber. Sammeln wir etwas Dreck auf. Falsches Netz, Spinne. Igitt, ekelhaft. Du brauchst besondere Pflege. Es geht los. Ich gebe dir eine Ganzkörperbehandlung. Ich hoffe, du magst etwas Feenstaub. Du brauchst etwas Glanz nach all dem Schmutz. Jetzt ist es Zeit für die Reinigung. Das sieht so entspannend aus. Vielleicht sollte ich mir auch so eines besorgen. Fast fertig. Sieht gut aus. Du hast da was im Gesicht. Es ist Badezeit. Ich muss dich allerdings komplett eintauchen. Ich sagte komplett. Lass uns hier noch ein paar Stellen abdecken. Ich wusste, ein Schaumbad würde helfen. Wow! Du bist komplett sauber. Du bist gleich fertig. Das hat nicht geklappt. Du brauchst eine richtige Dusche. Kaum zu glauben, dass das Schaumbad nicht funktioniert hat, aber ich schätze, doppelte Reinigung ist im Trend. Gut, dass ich das nicht weggeworfen habe. Reduzieren, wiederverwenden, recyceln, stimmt's? Kommen wir nun zu den Duschwänden. Sieht toll aus, oder? Ich glaube, Barbie wird es lieben. Ich habe es extra für sie ausgesucht. Es braucht eine Dusche noch. Einen Duschkopf natürlich. Die gibt es nicht in Barbies Größe, also müssen wir kreativ sein. Steche einfach ein paar Löcher in den Ton. Mach so viele, wie du willst. Aber ich denke, diese Menge ist perfekt. Kein Projekt ist komplett ohne etwas Heißkleber-Action. Aha. Und jetzt drücken. Nimm dann den Strohhalm und befestige ihn am Duschkopf. Der Heißkleber muss natürlich auch rosa sein. Barbie hätte es nicht anders gewollt. Vergewissere dich, dass er fest sitzt. Und fertig. Wow. Irgendwas fehlt. Aha, ich weiß. Tada! Der passt zu den Wänden. Barbie wird es lieben. Bist du bereit für eine Dusche? Hoppla, bedecken wir dich mal. Viel Spaß! Nicht spicken. Geben wir etwas Privatsphäre. Viel Spaß! Wow, so erfrischend. Die Zeit ist um. Du riechst so gut. So schmutzig. Aber keine Sorge, ich kenne ein Hack. Zeit, dich einzukleiden. Ich wollte schon immer eine Designerin sein. Barbie wird meine erste Muse. Ich muss sicher gehen, dass das Kleid perfekt wird. Ich fühle mich wie ein Profi. Ich hoffe, es passt ihr. Zeit für die Anprobe. Wow, bereit für den Laufsteg. Wow, wir sehen gleich aus. Zwillinge. Fast. Sie braucht ein süßes Haarband wie ich. Dieser Flaschendeckel ist perfekt. Aber es hat die falsche Farbe und die falsche Größe. So. Ändern wir die Farbe. Wupp. perfekt. Aber du brauchst ein Haus. Ich weiß, wen ich anrufen muss. Hallo? Maya? Ja, das bin ich. Wow, das ist mein Traumhaus. Barbie, was sagst du dazu? Maya, es ist auch mein Traumhaus. Du bist unglaublich. Das ist so aufregend. Komm her. Das sollte ganz einfach sein. Ja. Papa! Ja, Schatz. Kannst du das zusammenbauen? Natürlich, Schatz. Es ist ein Kinderspiel. Danke, Papa. Mal sehen. Das ist echt einfach, oder? Einfach? Was ist das? Wir brauchen mich. Aber der Laden hat zu. Warte, wo willst du hin? Egal. Was steht da? Okay. Also, wo soll ich anfangen? Das sollte ganz einfach sein. Teile zusammenbauen. Endlich fertig. Was denkst du? Hoppla, ich habe die große Überraschung vergessen. Barbie, bist du bereit für deine Hausbesichtigung? Los geht's. Dieses Haus hat alles, was du brauchst. Willst du nach oben gehen? Wow, ich könnte den ganzen Tag hier chillen. Und jetzt zum Schlafzimmer. Ich habe es selbst entworfen. Cool, nicht wahr? Ich wünschte, mein Haus sähe so aus. Gefällt es dir?
Maya, das ist das beste Haus aller Zeiten. Nicht wahr? Wow. Kannst du auch die Lampe reparieren? Papa, nein. Geh weg. Mein Magen knurrt. Du brauchst doch was zu essen, oder? Komm mit. Meine Spezialität für eine ganz besondere Dame. Nein, Dummerchen, das ist kein Candlelight-Dinner. Wäre aber schön, oder? Irgendwann wirst du auch ein Date haben, Barbie. Aber erstmal koche ich für dich. Das ist dein altes Familienrezept. Heute Abend stehen Eier auf dem Speiseplan. Sieht süß aus, oder? Wir machen Miniatureier für Barbie. Und für den letzten Schritt Eigelb. Macht das Spaß? Es ist fertig. Hier ist deine Bestellung. Eier! Bon Appetit! Lecker! Das beste Gericht der Stadt! Wollen wir spazieren gehen? Oh nein, ich bin viel zu voll! Keine Sorge, ich habe was für dich! Ja! Barbie braucht etwas Bewegung. Also bauen wir ihr ein Fahrrad. Ich glaube aber nicht, dass es Puppenfahrräder gibt. Also müssen wir eins basteln. Wir brauchen einen Rücksitz. Das ist perfekt. Das hebe ich für später auf. Ich hoffe, Barbie macht der Geruch von Popcorn nichts aus. Mir persönlich würde es nichts ausmachen. Diese alten CDs sind die Räder. Ich habe gehört, früher hat man die zum Musikhören benutzt. Aber wo sind die Lautsprecher? Ach, was soll's. Jetzt sind es Barbies Räder. Los geht's. Hui, das macht so viel Spaß. Okay. Wer ist da? Wow, sie ist so schön. Ken, das ist deine neue Freundin. Was? Hi, willst du spielen? Deine Puppe ist hübsch. Hi, Ken. Du bist so ein hübsches Mädchen. Danke. Hast du Lust auf ein Date mit mir? Ein Date? Ja, gerne. Morgen? Ja. Du hast ein Date. Oh nein. Ich muss das in Ordnung bringen. Gehen wir nach Hause. Ich muss mich beeilen. Oh nein. So kannst du auf kein Date gehen. Zum Friseur mit dir. Verzweifelte Zeiten verlangen nach verzweifelten Maßnahmen. Tut mir leid, Süße, das muss sein. Das ist eklig. Es klebt an den Haaren. Wir müssen alles abschneiden. Jetzt hast du eine kahle Stelle. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß, was zu tun ist. Keine Sorge, Barbie. Wir kriegen dich im Nu wieder hin. Ich setz dich wieder zusammen, versprochen. Jetzt nehmen wir etwas von diesem Band. Jede Farbe ist gut, aber mir ist heute noch blau. Ich bin mir sicher, dass es Barbie gut stehen wird. Ich muss den klitzekleinen Faden nehmen und ziehen. Das ist so befriedigend. Ich schneide knapp über Barbies Haarlänge ab. Das wird ihre kahle Stelle sicher verdecken. Was für eine hübsche Farbe. Jetzt verpassen wir ihr ein paar Strähnchen. Ja! Wow, das steht dir so gut. Schön, sie ist bereit für das Date. Dein Haar reift. Jetzt bist du wieder perfekt. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Dein Make-up. Entspann dich einfach. Ich kümmere mich um alles. In dieser Kiste ist alles, was ich für dein Makeover brauche. Tada! Meine treue Lupe. Jetzt kann ich deine Poren sehen. Ich hoffe, du bekommst das hin, Maya. Ich muss perfekt aussehen für mein Date. Vertrau mir, Barbie. Das wird das Date deines Lebens. Beginnen wir mit dem Rouge. Weißes Rouge? Ist das dein Ernst? Vertraue mir. Dieser Look wird ihn ganz rot werden lassen. Jetzt noch etwas Farbe. Und nun zum letzten Schliff. Du siehst so hübsch aus. Ich bin so stolz auf diesen Look. Wunderschön, jetzt siehst du aus wie ich. Moment mal. Was ist das? Zurück zum Makeover. Diese Nägel sehen schrecklich aus. Meine Augen. Ups, tut mir leid. Endlich. Das brauche ich nicht mehr. So, das wird ein bisschen heiß. Aber du bekommst damit die besten Nägel. Mach
dich bereit. Oh, du Drama-Queen. Siehst du, es ist gar nicht so schlimm. Der letzte Nagel. Und fertig. Aha. Jetzt kannst du dir eine Farbe aussuchen. Nein, diese Farbe will ich nicht. Und die hier? Nein, danke. Die mag ich auch nicht. Wie wäre es mit dieser? Ja, diese Farbe ist toll. Okay, mal sehen, wo sie ist. Nein, das ist sie. Ah. Wir brauchen nur ein kleines bisschen. Perfekt. Ich muss mich konzentrieren, um Fehler zu vermeiden. Es ist vollbracht. Wow, ich bin eine Künstlerin. Deine Nägel sehen toll aus. Wow, jetzt bist du perfekt. Und du bist bereit für dein Date. Gehen wir. Sie sagte, sie würde hier sein. Wo ist sie? Sie haben uns versetzt. Was ist das? Oh. Piep, piep. Ich bin wegen Barbie hier. Schätze, dein Date ist da. Ken, du bist gefangen. Natürlich, meine Schönheit. Gehen wir. Oh, wie romantisch. Oh, jetzt bin ich allein. Für dich, Fräulein. Ich hab nichts bestellt. Le Bahamas? Eine Reise? Mit allem drum und dran? Ich brauche keine Barbie. Ich habe in Urlaub gewonnen. Ich hau dann mal ab. Tschüssi. Der Ballkönig sucht nach seiner Königin. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Hey. Nein, danke. Warum? Was? Jeder kann eine Ballkönigin sein. Sogar sie? Ich, oder? Und sie? Ja, sogar sie. Ich? Viel Glück dabei. Komm mit. Wow. Zuerst deine Brille. Oh, jetzt ist alles verschwommen. Aha, gefunden. Jetzt kannst du in die Zukunft sehen. Wow. Toll. Oh, meine Brille. Setz dich hin. Wow. Nun, mal sehen. Um Himmels Willen, was ist das? Ew. Oh, um die kommen wir nicht herum. Was? Warum? Nein. Drei. Es hat nicht funktioniert. Warum sind die alle noch da? Vielleicht brauchen wir mehr. Perfekt. Los geht's. Hat's geklappt? Hat es nicht. Was stimmt nicht mit mir? Keine Panik, das geht ganz schnell. Ohne das rote Licht ist es weniger gruselig. Fertig. Ich habe nichts gespürt. Autsch. Oh, warte. Es hat geklappt. Du brauchst eine Maske. Butler. Wow. Anti-Falten, Anti-Pickel, Perfektion, Haarentfernung, Feuchtigkeitspflege. Und ein süßer Roboter. Das reicht. Den benutzen wir später. Beginnen wir mit dieser Zaubercreme. Die hat bestimmt jemand aus Slytherin gemacht. War natürlich nur ein Scherz. Oh, wow. Fühlt sich klebrig an. So fühlt sich das Nirvana an. Okay, warte kurz. Oh, sieh dir das an. So viele Farben. Oh, ich liebe Lila. Komm zu Mama. Was machst du denn? Oh, herrje. Sieht das nicht gut aus? Das ist Haarentfernungscreme. Hoppla. Hör auf zu schreien. Ich habe hier Augenbrauen für dich. Geht das so? Du wirst überrascht sein. Schön tupfen. Voila. Ups. Nimm die ab. Cool. Das ist eine haarige Angelegenheit. Keine Panik, ist etwas Schokolade. Schokolade. Schnurrbart auf meinem Bild. Ich komme. Was ist das?
Au! Ich brauche das perfekte Tool dafür. Ich muss es aufbohren. Bitte nicht! Fast hätte es mich erwischt. ASMR-Zeit. Und? So ist es besser. So schön sauber. Ew, das ist ja ekelhaft. Ew, ich mach das schon. Oh Mann. Ew. Das gehört mir. Ich brauche das noch. Ist das der Kaugummi von letztem Monat? Süßigkeiten. Wir müssen deine Zähne noch putzen. Das ist das perfekte Gadget. Schön drücken. Ich bin reich. Ich mache mir keine Gedanken um Verschwendung. Oh, nicht so schlimm. Oh, was wenn? Ich bin ein Magier. Pariser Modewoche. Ich komme. So weiß. Sie blenden total. Fehlen nur noch deine Lippen. Wir puppen sie auf. Heute ist Bizeps-Tag. Wow. Jetzt ist sogar meine Stimme sexier geworden. Zauberei. Ich will das auch. Eine Stunde später. Und? Sieht es schön aus? Nicht wirklich. Entspann dich, alles ist unter Kontrolle. Was nun? Vielleicht Wimpern, auf jeden Fall Wimpern. Sei vorsichtig. Es ist wunderschön, es steht hier. Ich kann nichts sehen. Nimm das ab. Es hat dir nicht gefallen, Ich hab Mascara. Komm her. Wow! Beim Dunkeln ist es noch besser. Leuchtende Königin, yes! Wow! Schön, aber zieh das mal an. Oh, ich liebe das. Schön, aber ich muss noch was überprüfen. Wow, ist das ein Cocktail? Ich bin alt genug dafür, glaube ich. Sieht verdächtig aus. Aua! Was ist passiert? Ich muss das in Ordnung bringen. Vielleicht damit? Das ist es. Du schaffst das, Ginger. Ich gehe all in. Ich könnte mehr gebrauchen, aber egal. Los geht's. Ich massiere es sanft ein. Fühlt sich an wie 3 extra Hautschichten. Ich hätte echt noch mehr gebrauchen können. Fertig. Oh nein, sie wird mich umbringen. Ernsthaft? Das wird helfen. Los geht's. Wie soll ich so zum Abschlussball gehen? Sie wird mich umbringen. Denk nach, Ginger. Denk nach. Mal sehen. Was ist das denn? Pünktchenmuster? Bitte? Nein, warum? Ich werde nie Königin sein, er wird mich nie mögen. Warum heulst du rum? Ich habe das Kleid ruiniert und ich habe nichts zum Anziehen. Du Kleine. Keine Sorge, ich habe haufenweise davon. Nimm das. Echt? Okay. Besser. Das sieht total hübsch aus. Das ist viel zu flach. Du brauchst Brüste. Ich habe das perfekte Gadget für dich. Was? Halten wir es ein. Was ist los? 1, 2, 3. Ich glaube, es ist fertig. Und hat es funktioniert? Nicht wirklich. Wie können wir sie größer aussehen lassen? Ich weiß es. Die gute alte Methode. 1, 2. Aha. Und jetzt? Was suchst du? Die brauche ich. Das ist perfekt.
Oh, nein! Nein! Ich brauche es für die Party! Oh, das reicht schon. Lass mich nur... perfekt. Keine Sorge, Kleiner, wir bringen dich zum Arzt. Was nun? Was? Es hat geklappt. Hört sich toll an. Jetzt bestellen wir ein neues Kleid. Mal sehen. Du brauchst Make-up. Ich mach das, Süße. Das ist das neueste Modell von La Mer. Wow. Ja. Was hast du getan? Warte, ich habe eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert. Komm schon. Oh ja. Jetzt. Welchen soll ich nehmen? Oh, Pink. Schau gut zu. Ich habe was in meinem Mund. Und jetzt? Hey, Girls. Bereit für mein Make-up-Tutorial? Das ist nicht gerade das Beste für die Haut, Kinder. Fertig. Was meinst du? Sieht süß aus. Ja, aber was ist mit Schwarz? Wow. Zeit für etwas Magie. Oh, wow. Kommen wir nun zu deinen Haaren. Deine Haare sind total schmutzig. Probieren wir es mit Trockenshampoo. Ich sehe aus wie eine Oma. Schon besser. Versuchen wir dieses Gadget. Was? Super, jetzt lass es uns wieder rausnehmen. Ganz vorsichtig. Wow, es hat funktioniert. Du bist fast fertig. Und der letzte Schritt, das perfekte Kleid. Wow, es ist wunderschön. Hey, hier ist eine neue Version von Ginger. Tada! Was? Ginger? Hat nicht jemand gerufen? Damn, she in a mood. Like, damn, she in a mood. She like a money, too. Wir haben es geschafft. Ouch. Alles gut, alles gut. Okay, Leute, ihr könnt jetzt gehen. Meine Arbeit ist getan. Tada! Danke, Leute. Atmen, Ginger, atmen. Du schaffst das. Ich schaff das. Hey, Leute, ich will die Krone der Ballkönigin gewinnen. Ginger? Wirklich? Du bist die Königin. Oh mein Gott. Danke. Sie ist eine echte Ballkönigin. Glückwunsch. Danke. Das war ein hübsches Paar. Zeit für die nächste Verwandlung. Was für ein Tag. Besser geht's nicht, Ken. Arbeiten wir an unserer Bräune. Hey. Wow, wie geht's, Mädel? Sie ist wunderschön. Willkommen in Splitsville, Barbie. Was? Aber Ken. Ich hau ab. Wie konnte er nur? Mama hat mich vor ihm gewarnt. Alle Kens sind gleich. Ich bin so wütend. Was war denn das? Barbie hat einen schlechten Tag. Schau sie dir an. Er hat mir das Herz gebrochen. Das müssen wir in Ordnung bringen. Denkst du, was ich denke? Wir bauen ihr ein Lego-Haus. Bitte was? Ich liebe Schokolade. Kann der Tag noch besser werden? Hey, was ist das? Niemals. Ich habe ein Haus gewonnen? Ist das ein Traum? Juhu.
Ich kann es gar nicht fassen. Endlich bin ich angekommen. Mein neues Traumhaus. Es ist ein Chaos. Soll das ein Witz sein? Was ist denn hier passiert? Ich brauche Hilfe. Hallo? Das ist ein Notfall. Wir kommen sofort. Schaut euch das Chaos an. Oh je, ganz schlimm. Ihr müsst mir helfen. Na ja, wenn du es so sagst. Ist das Spielzeug Geld? Besser als nichts. Okay, wir sind im Geschäft. Toll! Der zweite Burrito war ein Fehler. Wo ist das Klopapier? Oh nein! SOS! SOS! Was ist los, Barbie? Oh, jetzt verstehe ich. Was hast du denn gegessen? Ich will nicht drüber reden. Wir müssen schnell handeln. Du kannst dich auf uns verlassen. Wo will sie denn hin? Hä? Ich bin wieder da. Und ich habe Verstärkung mitgebracht. Hier, nimm. Das ist nicht dein Ernst. Nein! Es ist ziemlich groß. Ja, jetzt, wo du es sagst. Gib mal her. Ich mach das schon. Ich habe eine Idee. Ich wickle das Klopapier ab und reibe den Rand mit Kleber ein. Dann brauche ich einen Strohhalm. Um den wickle ich das Toilettenpapier. Ich halte es gut fest. Das sieht gut aus. Jetzt schneide ich es ab. Jetzt brauche ich Lego. Ich brauche einen Platz für das Klopapier. Es ist so bunt. So, jetzt ist es fertig. Jetzt kann ich es füllen. Jetzt geht Barbie nie mehr das Toilettenpapier aus. Wie findest du das? Barbie wird es lieben. Das ist so süß. Oh, ich gebe es ihr besser. Das kommt genau hierhin. Wow, vielen Dank. Oh, gern geschehen. Zeit zum Abwischen. Unsere Arbeit hier ist getan. Und meine auch. Wo waren wir stehen geblieben? Ich fühle mich schon viel besser. Moment mal. Hier ist kein Waschbecken. Ich muss mir die Hände waschen. Erfrischend. Hey, hier drüben. Riechst du da was? Ja, was ist das? Warst du das? Was? Nein, das war ich. Okay, das ist schlimm. Du kannst damit umgehen. Nein, kann ich nicht. Tut mir leid, Barbie. Bitte, bitte. Oh, na gut. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir brauchen einen Strohhalm. Ich strecke den Strohhalm, dann biege ich ihn. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich schneide ihn in Stücke. Wir malen ihn weiß an. Ich klebe einen Wasserhahn darauf. Wir brauchen auch ein Waschbecken. Dafür nehme ich Knete. Ich mische blaue und weiße Knete. Dann kann ich sie dehnen. Das fühlt sich gut an. Wow, schau dir diese Farbe an. Das ist wie das Meer. Genauso will ich es haben. Ich muss eine Rille machen. Das wird das Becken. Wir brauchen auch ein Abflussloch. Wow, das ist perfekt. Sieht toll aus. Ich kann es kaum erwarten, es Barbie zu zeigen. Schau mal, Hazel. Hm? Oh, wow. Was macht sie denn da? Ah, ich verstehe. Das ist harte Arbeit. Ich habe was für dich. Das passt genau hierher. Und einsatzbereit. Phew, danke, Julia. Ich helfe gern, Barbie. Jetzt kann ich mir endlich die Hände waschen. Also, ich habe mit Jonas rumgehangen. Ich muss mich entspannen. Wo ist die Couch? Oh, Mädels. Und du wirst nicht glauben, was er gemacht hat. Hilfe, ich brauche eine Sitzgelegenheit. Sieh mal, Hazel. Hey, sieh doch. Ihr müsst etwas tun. Ich glaube, du hast recht. Komm, Barbie. Lass uns das machen. Hey, warte auf mich. Ich habe große Pläne. Okay, und was jetzt? Wir durchsuchen den Müll. Nein, das ist deine Idee. Gib mir einen Moment. Geh da rein. Ich mache es selbst. Oh, ich fange an, es zu bereuen. Ach, worauf wartest du? Du bist kleiner als ich. Jetzt geht's los. Oh, Barbie. Ich gehe rein. Siehst du, was du gemacht hast? Okay, gut. Nein, ich glaube nicht. Lass mal sehen. Und das? Hast du Hunger, Barbie? Ich glaube, ich bin satt. Na gut. Ich habe ein Stück Pappe gefunden. Julia, nicht bewegen. Hä? Was? Das können wir gebrauchen. Was willst du machen? Einfach zuschauen. Ich schneide es in ein Rechteck. Ich decke es mit rosa Stoff zu.
Jetzt drehe ich es um. Ich klebe Perlen darauf. Das werden die Beine. In jede Ecke klebe ich eine. Jetzt kommt die Rückseite des Sofas. Ich klebe Watte auf Pappe. Dann brauchen wir noch rosa Stoff. Ich wickle einen Faden darum. So entsteht ein Muster. Jetzt kommen noch Dekosteine dazu. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Glamour. Es sieht gut aus. Jetzt kommt das Zusammensetzen. Das ist der einfachste Teil. Auf die Rückseite kommen noch Perlen. Sieht sehr gemütlich aus. Das ist für dich. Lass es uns ausprobieren. Das scheint ein guter Platz zu sein. Das ist deine Lieblingsfarbe. Worauf wartest du noch? Setz dich. Oh ja. Vielen Dank. Eins brauchen wir noch. Moment. Wie wäre es mit einem Tisch? Das könnte gehen. Oh, wow. Ihr habt Geschmack. Darauf trinken wir. Das haben wir uns verdient. Das sieht wirklich gut aus. Hm, das habe ich gebraucht. Ah, lecker. Und was ist mit mir? Ah, hä? Kann ich was trinken? Aber das ist meins. Ja, nimm dein eigenes. Ah, ich hab's. Ich brauche diese Pappe. Wirklich? Wozu denn? Ich mache Kleber drauf. Das sollte reichen. Ich klebe noch mehr Pappe drauf. Dann wiederhole ich den Vorgang. Ich baue die Schichten auf. Ich glaube, das reicht. Jetzt brauche ich noch ein Stück Papier. Ich wickle es um den Karton. Jetzt füge ich noch ein paar Details hinzu. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe eine Plastikflasche. Die bemale ich mit Nagellack. Mir gefällt dieser Blauton. Ich lasse sie trocknen. Dann kann ich sie oben auf den Karton stecken. Was denkst du? Das macht mich durstig. Toll! Ich wusste, es würde dir gefallen. Oh, wow, danke! Wieder eine tolle Arbeit. Ich freue mich schon darauf. Wir haben eine Lampe für dich. Oh, das ist so süß. Es gibt noch viel mehr. Wir haben alles, was du brauchst. Langsam fühlst du dich wie zu Hause. Du wirst hier so glücklich sein. Was für ein Zuhause. Wir haben hart dafür gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. Barbie verdient es, glücklich zu sein. Ich glaube, wir sind fertig. Tolle Arbeit. Ich liebe es. Wartet mal. Habt ihr das gehört? Barbie, ich bin wieder da. Julia, das ist Ken. Hm. Was willst du hier? Ich hab dir den Weg gezeigt. Ja, klar. Tut mir leid, Barbie. Ist schon gut. Ich hoffe, ich bin gut genug für dich. Oh, das ist so süß. Du bist genau die richtige Puppe für mich. Das ist ein Happy End. Ich bin eifersüchtig. Wem sagst du das? Wow, Hazel und Julia haben ein gutes Auge für Design. Was hat euch an der Hausgestaltung am besten gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen und abonniert unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Du bist so hübsch, Barbie. Hä? Ah! Hilfe! Hilf mir doch jemand! Was? Ich bin auf dem Weg. Eine Fee. Sieh an. Ich haue ab. Zum Tod. Mach dich kaputt. Ich bin hier, um den Tag zu retten. Feenzauber macht mich groß. Hey, es funktioniert. Auf Nimmerwiedersehen. Wow, eine Fee. Hey, hier drüben. Da ist eine große Fee. Schau. Das ist peinlich. Hast du deine Barbie fallen lassen? Okay, komm schon, gehen wir. Wow, du siehst so schön aus. Wirklich? Du siehst auch toll aus. Ich freue mich so, dich zu heiraten. Heiraten? Wie bitte? Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Wie konntest du mir das antun? Oh nein! Ich hasse diese blöden Feen aus dem Weg! Oh Mann! Ist dieser Park nicht schön? Was ist das denn? Schau mal, geht. Sis? Okay, gehen wir weiter. Los. Und die Blätter und die hübschen Blumen. Setz dich einfach hin, okay? Aber schau dir diese Fee an. Sie hat Flügel. Hey, hörst du mir zu? Okay, ja, Flügel. Hab's verstanden. Und sie haben Feenstaub. Und so viel Magie. Sie sind einfach das Beste, was es gibt. Und ich will unbedingt eine treffen. Das ist eine ganz schöne Sammlung. Und was machst du? Gute Nacht. Und jetzt etwas Magie für mich selbst.
Ich beginne mit dieser schmutzigen Puppe. Du brauchst etwas Hilfe. Ich mach das schon. Ein Bad ist genau das Richtige. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Mach dir keine Sorgen. Dieses Bad ist für eine wahre Königin. Das fühlt sich gut an. Ich will es. Hey, hey, hey. Entspann dich. Es kommt noch mehr. Bist du bereit für etwas Schaum? Los geht's. Siehst du? Das gibt's nicht mehr. Du willst mehr? Okay. Dann los. Sie kommen. Schau sie dir an. Da sind so viele. Barbie? Ekelhaft. Alles klar da unten? Ja. Was für eine Erfahrung. Du solltest jetzt sauber sein. Naja, bis auf dein Gesicht. Halt den Mund zu. Und einfach so. Ein Pickel? Oh nein, das ist ein Notfall. Warte mal, schlaf einfach weiter. Kann ich mir das ausleihen? Was? Nicht cool. Niemand klaut meiner Fee das Gesicht. So. Schau, was ich für dich habe. Viel Spaß. So. Alles besser. Oder auch nicht. Wir müssen das in Ordnung bringen. Das Ding ist riesig. Ist schon gut. Ich mach das schon. Ich brauche nur das hier, das und etwas Glück. Oh ja, hier passiert die Magie. Lass uns den Pickel töten. Es muss richtig gut wirken. Schon besser. Das ist eine starke Medizin. Wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Okay. Bist du bereit? Oh nein, ich habe Angst. Sei vorsichtig mit dem Ding, ja? Kann mich nicht bewegen. Es muss noch kurz einwirken. Okay? Mal sehen. Ja, es ist weg. Ja, es ist perfekt geworden. Aber warte, was ist das? Jetzt ich. Ich bin die mächtigste Fee im ganzen Land. Wow, es fühlt sich gut an hier oben. Ich glühe förmlich, nicht wahr? Ah. Hey, ich hab's verstanden. Ich habe noch Arbeit vor mir. Was für ein Schminktrick. Oh nein, bitte wach nicht auf. Nun, so ist es besser. Viel besser. Bringen wir das Ding zum Einsatz. Schau, es passiert wirklich. Cool. Fügen wir noch ein paar Sachen hinzu. Was ist denn los? Ich liebe es. Siehst du nicht wunderschön aus? Eine Sache noch. Was? Was ist gerade passiert? Es gefällt mir. Ich bin so glamourös. Was machen wir mit meinen Haaren? Meine Süßigkeiten, die Farben inspirieren mich. Ich habe diesen Trick online gesehen. Du sagst, du willst etwas Farbe? Dann bekommst du sie auch. Gib einfach Wasser dazu und schau, was vor deinen Augen passiert. Lass die Farbe fließen. So faszinierend. Fast hypnotisierend. Ich ruhe mal kurz meine Augen aus. Was haben wir denn hier? Das muss ich erforschen. Ob das meine Haare färben wird? Das wird die Zeit zeigen. Wie lange habe ich geschlafen? Morgen, Bruder. Schau dir meine neuen Haare an. Was? Wie hast du das gemacht? Ist es ein neuer Tag? Schaut sie euch an. Sagt alle Hallo zu meinem neuen Feenhaar. Das ist so schön. Was geht, Alter? Sehr witzig, Spinne. Ich könnte diese Schnur wirklich gut gebrauchen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wunderbar. Zieh es zusammen und du bekommst das. Niedlich, oder? Das steht dir wirklich gut. Du bist wie eine wandelnde Cupcake-Königin. So flauschig und fantastisch. Stimmt's? Der Rock könnte nicht perfekter sein. Gib mir das. Cool. Diese Scheibe. Danke. Ich verpasse dir ein Upgrade. Ich brauche, was alle Feen brauchen. Ein paar schöne Flügel. Das gibt's doch nicht. Zeit zum Kleben. Wow. So habe ich ihn noch nie benutzt. Ich brauche viele kleine Kleckse. Schön. So, fertig. War das nötig? Entschuldige. Zeit für den Feenstaub. Ich lasse es regnen. So schön. Okay, jetzt wünsch dir was.
Wow, diese Flügel sind wirklich spektakulär. Wow, alles meins. Komm her, Barbie. Hey, wir haben Flügel. Zumindest eine von uns. Was machst du denn da? Ich wünschte, diese Dinger könnten fliegen. Nicht fair. Ich hasse es hier. Warte mal. Willst du die? Okay. Hey, sei nicht sauer, komm schon. Nimm sie. Okay, gut. Tausch. Bis dann. Okay, viel Spaß. Ich habe Flügel, ich habe Flügel. Und ich habe Kaugummi. Und du brauchst Schuhe. Hier, bitte sehr. Etwas sperrig, findest du nicht? Hey, warum stecke ich fest? Was ist denn hier los? Ich bin wieder da. Was hast du mit meinen Füßen gemacht? Ist das Kaugummi? Mein Fehler. Tut mir leid. Eiscreme? Ich habe eine Idee. Das dauert nicht lange. So kalt. Fertig. Stiefel. Wow. Schau sie dir an. Ja. Tausch. Okay. Hua, Pferdchen. Feentanz. Zeit zum Haare schneiden. Was? Oh nein. Oh doch. Die Haare müssen weg. Zuerst der Schwanz. Sieht schon besser aus. Siehst du? Eine Bürste? Nun, okay. Bald wirst du weiß wie Schnee. Fast fertig. Benutze das. Echt jetzt? Okay. So? Nein, ich hasse es. Lass mich das machen. Das nenne ich mal eine Verbesserung. Wow, ich habe Magie. Ah! Was ist mit mir passiert? Warte, ich bring das in Ordnung. Komm schon, Magie. Hey, es funktioniert. Jetzt bin ich eine kleine Fee. Tut mir leid, ich muss fliegen. Das Wetter ist so schön hier oben. Märchenhaft, würde ich sagen. Noch eine Fee? Ich bin jetzt wie du. Hey, du. Willkommen in meiner Welt. Fantastisch. Hallo? Die haben mich einfach vergessen. Hat jemand Heu, an dem ich kauen kann? Tschüss, Sandy. Ich habe sowieso ein neues gebraucht. Nur ein Scherz, das ist für TikTok. Jetzt muss ich mich umziehen. Ah, mein Schwarm ist da. Was für Muskeln. Er ist wirklich der Superman meiner Träume. Hey. Hi. Okay, ich muss das tun. Ja, ich will. Ich kann nicht mit offenen Schuhen laufen. Das wird auf keinen Fall gut gehen. Oh, das. Wow, immer schön andere Läufer zu sehen. Willst du dich mir anschließen? Gerne. Er flirtet mit ihr direkt vor meinen Augen. Hey, ich bin kein Mülleimer. Wow, das ist genau die richtige Anleitung, um das Herz meines Schwarms zu erobern. Soll dieser Kobold mich darstellen? Egal, wir haben keine Zeit, uns mit Kleinigkeiten aufzuhalten. Ich muss mein Makeover ganz schnell durchziehen. Yum, hier finde ich sicher jedes Rezept, das ich brauche. Oder ich kreiere einfach meine eigenen. Ist das echte Magie, oder was? Sag du es mir. Natürlich wird es ein Rezept für eine Gesichtsmaske. Dachtest du, ich würde kochen oder so? Niemals. Okay, ich bin vielleicht nicht so eine gute Köchin wie Mama, aber ich weiß, wo die wichtigen Sachen sind. Oh. Hallo TikTok-Follower. Was ich tue, ist völlig legal. Sagen wir, ich bringe meine innere Wednesday hervor. Komm schon, wir haben doch alle eine dunkle Seite. Das ist kein Sommercocktail. Ich muss dich enttäuschen. Es ist fast fertig. Als nächstes muss ich nur noch schön mixen. Perfekt. Prüfen wir die Konsistenz. Oh, das fühlt sich so viel besser an als die teure Anti-Aging-Gesichtscreme von Mama. Jetzt muss ich ein paar Minuten warten. Aber hey, ich bin nicht gerade geduldig. Mein Gesicht fühlt sich an, als würde es brennen. Oh, was habe ich mir nur gedacht? Nein! Ich muss diese Rötungen mit Make-up abdecken. Hoffentlich ist diese Foundation noch gut. Wow, ich weiß nicht viel über Make-up, aber ich weiß, dass es das nicht tun sollte. Ah! Oh, Kumpel, ein trauriges Mädchen reicht doch. Etwas Flüssigkeitszufuhr wird dir gut tun. Das gefällt dir, hm? Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Du wirst schon sehen, dass in der Welt von Lala Liebe nichts unmöglich ist. Es ist, als würde ich etwas aus dem Nichts erschaffen. Nicht einmal Einstein konnte das. Aber er gehört ja auch nicht zu unserer Lala-Welt. Er kann also nichts dafür.
Wow, ich kann nicht glauben, dass es sogar meine Tattoos bedeckt. Beeindruckend. Ah, neue TikTok-Benachrichtigungen. Mal sehen. Was? Diese Wahrsager-Videos werden von Tag zu Tag besser. Ah, wäre das nicht ein Traum? Ich liebe es, Vögel mit dir zu beobachten. Küss mich. Geht's, nein, du bist so ein Höhlenmädchen. Das war's wohl mit meinem Tagtraum. Ruiniert durch meine buschigen Augenbrauen. Oh nein, es ist wirklich hart, sich der Realität zu stellen. Das wird eine Weile dauern und erfordert Muskelkraft. Hey, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Cara Delevingnes Augenbrauen sind fertig. Vielleicht nicht ganz. Aus dem Weg. Ich brauche dieses Band. Mal sehen. Nein, ich will kein X-Men werden. Nein. Aha, ich weiß, dass es erstmal komisch aussieht. Aber diesen Trick benutzen die Hollywood-Stars. Das könnte etwas wehtun. Wow, hallo Schönheit. was soll ich mit dir machen? Oh, ich weiß. Apropos Hollywood, wir dürfen das Konturieren nicht vergessen. Ich wette, Kim Kardashian benutzt diesen Hack auch. Ich muss zugeben, das war unangenehm. Für ein nahtloses Aussehen schön vermischen. Ich liebe es, ein Mädchen zu sein. Wie du siehst, hört der Spaß nie auf. Jetzt, wo die Augenbrauen fertig sind, gebe ich noch etwas Farbe um meine Augen herum. Zuerst der Eyeliner für den flirty Katzenaugen-Look. Dabei ist es wichtig, eine ruhige Hand zu haben. Aber ich sehe aus wie der Kung-Fu-Panda. Das ist schwieriger, als ich dachte. Es ist sogar noch schwieriger als Boxen, würde ich sagen. Oh, ich will mein Jungen-Spielzeug nicht mehr. Da ist es, endlich. All die Hack-Videos, die ich gesehen habe, zahlen sich aus. Zumindest hoffe ich das. Siehst du, wenn man clever und kreativ ist, steht einem nichts im Wege. Das reicht jetzt. Rosa ist die Farbe der Saison. Ich wechsle von Spider-Man-Spielzeug zu Spinnenwimpern. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie das geht. Oh, es ist so schwer, ein Mädchen zu sein. Wer schön sein will, muss leiden, ist wirklich wahr. Oh, dieser Schritt ist geschafft, ohne mir die Augen auszustechen. Ich habe noch eine Menge zu tun. Die Lieferdienste sind heutzutage so schnell. Wow, das wird der einzigartigste Lippenlook aller Zeiten. Für beste Ergebnisse muss ich sie richtig gut nass machen. Oh, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Egal. Meine Frontkamera hat noch nie so viel Schönheit gesehen. Oh, ich sehe aus wie ein Clown aus den Albträumen von Kindern. Ich muss wohl zugeben, dass ich nicht gut darin bin. Aber ich probiere es einfach nochmal. Make-up-Influencer auf TikTok nutzen zwei verschiedene Lippenfarben für ihre Lippen. Aber für mich sind es drei. Je mehr, desto besser. Dies ist ein Unikat, Leute. Diese Farbe gibt's nicht bei Sephora. Essenspause. Nur ein Scherz, ich werde meinen Lippenstift nicht ruinieren. Aber mach dich auf was gefasst, denn diese Lippen werden noch saftiger. Ich hoffe, mein Schwarm mag Kiwi, denn das wird er schmecken, wenn er mich küsst. Du weißt, dass ich erst zur Hälfte fertig bin, oder? Ich muss noch meine Haare machen und einen neuen Stil finden. Ich werde diese Mütze vermissen, aber hey. Hallo, ich würde gerne eine blonde Perücke bestellen. Sie ist schon da. Gut, dass sie auf meinen großen Kopf passt. Aber Moment mal, ich habe die falsche bestellt. Er sollte mehr Jungfrauenwellen haben. Warum kann ich nichts richtig machen? Hey, ich kann selber stylen. Der braucht schon einen Lockenstab, wenn man Klopapier hat. Und ich spare auch eine Menge Geld für einen Friseurbesuch. Ich fühle mich wie in den 1950er Jahren. Jetzt schau zu, wie ich mich verwandle. Ich war zu streng zu mir. Das Makeover gelingt mir wirklich gut. Also, wie gedacht, brauche ich einen neuen Style. Diese schwarzen Klamotten passen nicht. Wow, ich war mir nicht bewusst, dass ich Morticias Kleiderschrank habe. Ich muss meine Lebensentscheidungen überdenken. Gut, dass ich wenigstens das hier habe. Moment mal. Igitt, das hat man davon, wenn man faul ist. Ich hätte schon länger mal waschen sollen.
Igitt, ich kann meinen Traum von meinem Schwarm nicht dahinschmelzen lassen wie der Zuckerguss dieses Donuts. Zeit, meine innere Coco Chanel hervorzuholen. Ich werde dieses T-Shirt viel moderner und schicker aussehen lassen. Oh, und sauberer, das darf man nicht vergessen. Das sind die Ärmel der Generation Z. Fertig? Voila! Oh, warum habe ich diese Ursula-Jogginghose überhaupt gekauft? Viel besser! Warum habe ich das Gefühl, dass noch was fehlt? Mein Instinkt war richtig. Ich brauche Schmuck. Ich brauche Mamas Schatzkiste aus ihrem supergeheimen Versteck. So, mal sehen, was sie in all den Jahren gesammelt hat. Wow, Mama muss ein Pirat sein, um das alles zu sammeln. Natürlich werde ich mich für eine Perlenkette entscheiden. Ja. So ladylike, passt auf jeden Fall zu meinem Barbie-Vibe. Da wäre sogar die kleine Meerjungfrau neidisch. Oh, das habe ich total vergessen. Aber das hält mich nicht auf. Ich bin ein echter Gewinner. Hey, Schatz. Wow, dein neuer Look sieht toll aus. Danke, Papa. Ich mache das alles für einen Jungen, siehst du? Das ist witzig. Glaubst du, dass ich ihm so gefalle? Das wird er bestimmt, mein Zuckerpüppchen. Oh, warte. Ich nehme es zurück. Du bist noch nicht bereit. Diese dreckigen alten Turnschuhe passen nicht. Hier sind deine passenden Schuhe, Aschenputtel. Papa, ich kann es nicht glauben. Danke. Ich hoffe, es ist die richtige Größe. Ich bin's echt nicht gewohnt, hohe Absätze zu tragen. Aber dieser Hack ist ein Lebensretter. So vermeide ich eine echte Aschenputtel-Situation und werde meine Schuhe anbehalten. Außerdem sieht es total stilvoll aus. Und auch diese Stilettos brauchen eine persönliche Note. Lass sie Kuchen essen. Ich meine Bonbons. Das ist keine Verschwendung von M&Ms, Leute. Glaubt mir. Ich bin bereit. Wo ist er? Ah, da. Du bist so witzig. Sollen wir ein Video für TikTok drehen? Klar. Toll. Oh, warte kurz. Ich muss meine Schuhe binden. Die Bühne gehört mir, Süße. Aus dem Weg. Ich nehme das. Was? Hey. Entschuldige, Hübscher. Wow, du musst neu hier sein. Hey. Das kann man wohl sagen. Hilfst du mir, ein TikTok-Video zu machen? Genau wie in meinem Traum. Was sagst du? Nichts. Ist es schon Zeit aufzustehen? Ich habe geschlafen wie ein Stein. Guten Morgen, Welt. Zeit, mich fertig zu machen. Angefangen bei meinen Beißerchen. Winzig frisch. Frühstück für Champions. Und viel Kaffee. Köstlich. Und mein Outfit? Perfekt. Hey, was ist denn hier los? Ich fühle mich komisch. Und hier drin stinkt es. Wow, was ist das denn hier? Oh, hi, Ken. Tja, ein Einhorn-Outfit. So albern. Vielleicht das? Nein, das hier. Das ist heiß. Hey, andere Leute müssen auch mal pinkeln, okay? Warte, ich kann's nicht stoppen. Hallo? Oh, interessanter Ort. Oh, hi, Ken. Was machst du denn hier? Ich bin Timmy. Weg da! Wow, was für ein magischer Ort. Wow, ich bin nicht mehr in meinem Traumhaus. Was macht sie denn da? Okay, hi. Wer bist du denn? Ekelhaft. Du siehst aus wie meine Puppe. Unglaublich. Oh, das ist Barbie. Leute, ihr müsst euch das ansehen. Wow, sie ist echt. Wow, schaut euch ihre Schuhe an. Wow, deine Haare sind so fantastisch. Schauen wir unter ihren Rock. Sorry, ich muss gehen. Aber Barbie, warte. Du darfst nicht gehen, nein. Barbie! Hört auf, mich zu verfolgen. Schnappt sie her. Moment, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Komm her. Wow. Hi, Ken. Halt das. Oh, ich glaube, sie ist hier. Hast du Barbie gesehen? Nee, sorry. Was? Ich putze hier nur. Oh, ist das schmutzig. Puh, das war knapp. Ja, das war's wirklich. Ich vermisse meine alten Kleider. Wow. So viel hübscher, oder? Hör zu, wir müssen hier verschwinden. Beeilung, komm! Hallo? Wo ist Barbie? Rein da. So ein Gentleman. Warte hier, okay? Okay. Wow, hi Kumpel. Was für eine verrückte Frau. Hey, was machst du denn da?
Hallo. Oh, irgendwas fühlt sich komisch an. Mal sehen. Das ist eine Art brauner Schleim. Nur Schokolade. Das macht so Spaß. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Versteck dich trotzdem. Halt still, okay? Wir haben nicht viel Zeit. Hi, Bruder. Ich bin zu Hause. Hey, was geht? Was hast du mit dir gemacht? Timmy, komm, wir spielen. Ich hab's. Barbie ohne Kopf. Ohne Kopf? Ein anderes Mal, okay? Na gut. Du bist der Nächste. Die braucht doch Medizin. Die Luft ist rein. Das war total erschreckend. Ich muss einen Arzt anrufen. Moment, ein Arzt? Niemand da. Hallo? Ist da jemand? Irgendwas Spannendes im Fernsehen? Eilmeldung! Heute wurde eine echte Barbie in der Lala High School gesehen. Wenn Sie Informationen über sie haben, wählen Sie bitte diese Nummer hier. Wow, du hast es in die Nachrichten geschafft. Du bist also wirklich... Hallo? Barbie? Ja, ich bin echt. Und da ist mein Taxi. Bye! Warte, du passt da nicht rein. Ist ein bisschen zu klein für dich, oder? Oh, das klappt nicht. Barbie, es wird alles wieder gut. Ich will nach Hause. Ja, ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Ich vermisse das Traumhaus. Oh, was ist das für ein Geruch? Wow, das riecht sehr gut. Ich liebe Obst. An diesem Zeug könnte ich den ganzen Tag riechen. Wow, schmeckt das gut. Ich bin nicht mehr traurig. Ich habe uns eine Pizza besorgt. Was machst du da? Willst du mal probieren? Ja? Nein, ich habe richtiges Essen, siehst du? Wow, wie interessant. Ist das Käse? Was für ein herrliches Festmahl. So cool. Warte, du musst reinbeißen. Und dann kauen. Siehst du? Reinbeißen und kauen? Oh, wow. Sowas habe ich noch nie gekostet. Das ist ja wie eine Party in meinem Mund. Ich schwimme in Soße, Baby. Oh, noch mehr Tierkäse. Oh, ja, bitte. Das ist unglaublich. Barbie? Wow, das ist einfach so gut. Ich will nie wieder aufhören zu essen. Mehr, mehr und mehr. Aber ich hatte nur ein Stück. Das war unglaublich. Oh, was ist mit meinem Magen los? Ich habe das Gefühl, ich platze gleich. Das nenne ich mal ein Food Baby. Keine Sorge, ich helfe dir. Tada! Was ist das? Und wie verwende ich sowas denn? Du musst drücken. Komm schon! Drücken? Ah, verstanden. Oh, ich glaube, es funktioniert. Oh. Wow! Barbie, bist du fertig? Jetzt ist alles wieder gut. Wow, das hast du gekackt? Okay, egal. Ich habe eine Überraschung für dich. Bereit? Wow, die ganzen Klamotten hier. Das ist ja wie im Paradies. Ah, und alles in rosa. Wahnsinn. Ich will alles anprobieren. Als erstes ein babyrosa Set. Super für den Strand. Hier fangen. Oder wie wäre es mit diesem Seidenoutfit? Das ist doch fabelhaft, oder? Oder vielleicht etwas Sportlicheres. Na, was meinst du dazu? Mann, wie langweilig. Ich hätte sie etwas gefunden. Noch mehr? Sie übertreibt ja völlig. Ich glaube, das reicht langsam. Hier drüben. Oh, hi, Leute. Ihr redet nicht viel, oder? Wie unhöflich. Aber das bringt mich auf eine Idee. Oh, das wird ein Spaß. Barbie, wo bist du? Seltsam. Barbie? Du hast mich gefunden. Schau dir das an. Es scheint ganz so, als seien wir im Partnerlook. Okay, du hast mich. Na los! Na gut. Aber ich denke, es ist Zeit für neue Schuhe. Setz dich! In 0,nix haben wir Schuhe für dich. Na los, zeig's ihr! Gefällt Ihnen was hiervon? Wow! Die sind ja mega süß. Die High Heels. Ach, nein, die hier sind besser. Vertrau mir. Probier mal. Na komm, rein mit dir. Die müssen noch passen. Nur noch ein Stückchen. Also, ich weiß nicht, ob das meine Größe ist. Na los! Oh oh. Aufgepasst! Aha.
Hey, das war knapp. Ups. Gib her. Ihr hättet mich fast umgebracht. Aber ich danke für euren Einkauf. Bar oder mit Karte? So teuer. Keine Sorge, ich mach das schon. In Bar, bitte. Bar. Tschüss. Was für ein hübsches Paar. Moment mal, das ist Barbie-Geld. Das kann ich nicht glauben. Sie haben mich ausgeraubt. Jemand muss die Behörden verständigen. Hilfe! Mein Leben ist vorbei. Home sweet home. Was für ein lustiger Nachmittag. Und was nun? Kommt drauf an, wie viel Geld ich habe. Ja, ich weiß. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Hey, das Licht. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Wer ist da? Und was ist mit den Lichtern los? Hallo? Oh, Moment mal. Das ist die kopflose Puppe. Oh, oh, arme Barbie. Bitte was? Da sind total viele davon. Das ist das Grauen. Oh nein. Ah! Ich werde nicht zulassen, dass mir das passiert. Ein Ball? Oh, das ist Timmys Schwester. Hi. Ganz richtig. Hi, Barbie. Komm, wir spielen. Barbie, ich bin zurück. Was? Könntest du mir den Zucker reichen, bitte? Mhm. Hey, du bist wieder da. Willst du mitspielen? Nein, danke. Schon okay. Kann ich draußen spielen? Ja, klar. Danke. Das hat so Spaß gemacht. Ja, total. Bye. Bis dann. Sie hat sich total verändert. Ja. Oh, schau mal, sie hat ihre Barbies vergessen. Oh. Hi, Barbie. Hi, Ken. Wow. Schau dir das an. Was? Setz dich. Nun werde ich dich ein wenig verwirren. Halt ganz still, okay? Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Fühlt sich total anders an. Du siehst großartig aus. Und das ist mein Haus. Wow. willst du, dass ich in deine Welt komme? Wenn du möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Und? Ich würde gerne sehen, wo du wohnst. Das freut mich. Na, komm rein. Herzlich willkommen in meiner Welt. Cool. Hi, Barbie. Oh nein, mein Make-up. Oh, was ist hier los? Oh, mein Kopf. Hi, willst du einen Haarschnitt? Oh nein. Bunt. Oh, viel besser. Oh, dummes Kind. Ich muss mich zuerst umziehen und ihn finden. Morgenroutine. Schön sauber. Oh, was? Was ist das für ein ekliges Teig auf meinem Kopf? Oh, mach, dass es aufhört. Oh, lecker. Zeit zum Essen. Oh, ein Kuchen. Nur für dich, Prinzessin. Was? Ich muss ihn finden. Ich werde ihn finden. Wow, ich liebe Schnee. Ahoi, Piraten. Hey, der Weltraum ist so cool. Ich komme, Kleiner. Endlich. Du. Mami? So ein süßer Junge. Ein wirklich unordentlicher süßer Junge. Oh, ich werde seine Nanny sein. Deine Barbie-Nanny. Oh, wirklich? Neue Nanny? Yeah! Oh. Du musst aufräumen, Süßer. Okay. Pass auf! Interessant. Zu einfach. Wie? Da klemmt was. Tschüssi, Jungs. Was? Ist das wirklich wahr? Schätzchen, ich bin aus Plastik. Nun, wo waren wir? Oh, was? Sie ist verrückt. Keine Sorge,
Und jetzt? Los geht's. Du machst das toll. Oh, Hilfe! Wunderbar. Ist sie weg? Cool, wo ist mein leckeres Buch? Da bist du ja. Wow. Mein Schatz. Süßigkeiten. So cool. Ich bin verliebt. Ihr gehört mir. Lollipop. Lecker. Oh. Manny. Oh, ich komme schon. Manny. Was ist denn los? Ouch. Oh, denk nach, Barbie. Oh, gute Idee. Was? Oh nein. Bereit? Eins. Okay, okay. Yeah. Hä? Bereit? Drei. Es funktioniert. Wow. Was du mit meinen Zähnen gemacht hast? Hä? Nimm es weg. Okay. Schnapp, schnapp, schnapp. Komm zu Barbie. Siehst du? So einfach. Ich bin reich. Ich freue mich schon auf das Geld. Nanny! Ja, Schatz. Zeit für eine Geschichte. Okay. Es war einmal... süßer Junge. Oh, Lichter aus. Perfekt. Was? Oh, was ist das? Hallo? Hey, komm. Oh, hi, neuer Freund. Oh! Was? Geh wieder ins Bett. Okay. Was war das? Aha, du musst schlafen. Aber du auch. Cool. Tschüss. Träum süß. Zeit zum Ausruhen. Hallo? Schau her. Da-ra-dam, da-ra-dam-dam-dam. Du-ram-bum-bam-bam. Ja. Magische Füße, los geht's. Party-Time und los. Um-chicke-um-chicke-um-chicke-um-chicke-um-chicke-du-chicke-du-chicke. Was ist das? Oh, schreckliche Musik. Das reicht. Okay. Oh, endlich. Okay. Hab dich. Mein Streicherplan für die Nanny. Yeah. Brr. Hier. Nächster Plan. Cool. Unsichtbar. Spinnen. Geht. Okay. Genial. Yeah. Okay. Fertig. Mami. Bestes Kind aller Zeiten. Süß und niedlich. Stolze Nanny. Oh. Nein, warte! Whoa!
Es hat geklappt. Wo bin ich? Oh, Schätzchen, deine Brille. Warte, ich helfe dir. Okay. Danke. Was? Hallo? Hey, Barbie. Wir müssen zurück ins Barbieland. Schon okay. Das ist für dich. Mach's gut. Beste Freunde. Ich werde dich auch vermissen. Versuchen wir ein paar Süßigkeiten abzustauben. Klopf, klopf. Oh, hallo, meine kleine Hübsche. Süßes oder Saures? Oh mein Gott, die Zombie-Apokalypse ist real. Hey, was ist los mit dir? Hallo, Süßes oder Saures? Hey, wer bist du? Das war zu viel für einen Kopf. Wow, hallo. Hey, kannst du bitte Süßes, aber sicher alle Süßigkeiten nur für dich. Oh, so viele. Vielen Dank. Ha, und nichts für mich? Kein einziges Bonbon? Das ist nicht fair. So unfair. Mh, lecker. So saftig und lecker. Mein absolutes Lieblingsgericht. Hä? Was? Oh, frisches Fleisch. Komm zu Mama. Nein, bitte nicht. Hilfe. Nicht so schnell, lieber Mensch. Was willst du von mir? Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Aber sicher. Bitte. Okay, das hier ist für dich und du bekommst den ganzen Rest. Das ist so süß, vielen Dank. Und nur eines für mich? Oh Mann, was mache ich falsch? Niemand mag mich, nicht einmal an Halloween. Für mich gibt es keine Süßigkeiten. Warum? Oh, was ist das? Lala Magazin? Ich bin neugierig, mal sehen. Wie wird man eine Barbie? Sie ist so cool und makellose Haut. Wow, makellose Haut, ist das wirklich möglich? Finden wir es heraus. Los geht's. Also die Haut. Wenn ich genug reibe, kann ich sie glatt bekommen. Oh, die erste Schicht beginnt sich zu lösen. Gut gemacht, Zombie. Jetzt abziehen. Je mehr, desto besser. Zieh alles ab. Ich muss die alte Haut komplett loswerden. Hier, hier und hier auch. Einmal komplett abziehen. Perfekt. Schauen wir uns das mal an. Nein, 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 nein. Was habe ich getan? Das war etwas zu viel. Jetzt brauche ich eine neue Haut. Das sieht gut aus. Ja, probieren wir es an. Ich muss es fest auf den Schädel drücken. Sehr, sehr fest. Oh, ich glaube, das reicht. Und? Oh je, jetzt glänze ich total. Ich glänze wie ein Glas. Fantastisch. Was, wie? Oh nein, der ganze Glanz ist weg. Und mein Make-up. Es ist alles da. Nein, nein, nein. Barbie ist keine Barbie ohne ihr Make-up. Komm zurück zu mir. Geschafft. Endlich. Alles an seinem Platz. Mal sehen, was ich sonst noch so machen muss. Nächste Seite. Blondes Haar. Seidig glattes goldenes Haar. Sieht toll aus. Aber wie bekomme ich das hin? Mal nachdenken. Denken. Denken. Käfer? Hey. Hallo, Schönheit. Igitt. Barbie braucht dich nicht. Weg mit euch. Ihr alle. Raus aus meinem Kopf. Sofort. So viele. Und es gibt noch mehr. Oh nein. Raus. Was? Mein Gehirn? Aber wie ist das herausgefallen? Oh nein. Ich glaube, das brauche ich. Legen wir es zurück. Sehr schön. Viel besser. Nun die Haare. Können wir es wenigstens? Ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Blöder Kamm. Machen wir es lieber auf die alte Art. Mit dem. Das ist viel besser. Und los. Schön langsam. Dafür wirst du bezahlen. Auf der einen Seite und auf der anderen. Danke, kleiner Mann. Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Oh, lecker. Frischer Atem. Also, wo war ich? Goldenes Haar, stimmt. Aber wie bekomme ich mein Haar blond? Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber zuerst muss ich auf die Toilette. Endlich. Und das werde ich auch brauchen. Mit Bleichmittel. Ja, das ist genau, was ich brauche. Schnell, ich brauche blondes Haar, um Barbie zu werden. Oh, stimmt. Ich habe vergessen zu spülen. Und los.
einmal öffnen und direkt oben drauf geben. Je mehr, desto besser. Das reicht, um mein ganzes Haar so blond wie möglich zu machen. Aha, versuchen wir es. Schicht für Schicht, Strähne für Strähne. Mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen. Und die letzten. Die Hälfte der Arbeit ist schon getan. Und jetzt die Folie. Einfach ein Stückchen abreißen und auf das Haar kleben. Ich werde viele Blätter brauchen, also bereite ich sie vor. Perfekt. In der Zwischenzeit kann ich ein Nickerchen machen. Süße Träume. Wow, hallo meine Schönen. Es ist an der Zeit, euch von dieser Folie zu befreien. Schauen wir das Ergebnis an. Sieht gut aus. Aber der Geruch, es riecht furchtbar. Sogar für die Nase eines Zombies. Das sieht gut aus und riecht göttlich. Benutzen wir das. Je mehr, desto besser. Geruchscheck, gut. Was steht sonst noch auf der Liste? Fabelhaftes Outfit. Und es ist rosa. Rosa ist im Trend, sagt sie. Okay, ich brauche also rosa Kleidung. Ich glaube, ich weiß, wie ich welche finde. Los geht's. Mal sehen. Was haben wir hier? Nicht rosa, nicht rosa. Und was haben wir hier? Interessant. Mal sehen. Schuhe? Oh nein, sie sind auch nicht rosa. Aber ich kann sie anmalen. Ich lege sie einfach hier hin und gebe die Kleidung hinzu, die ich brauche. Alles. Toll. Und jetzt brauche ich etwas Farbe. Rosa Farbe. Ich fülle es in die Kiste mit den Schuhen und der Kleidung, so dass alles bedeckt ist. Sehr gut, Zombie. Vielen Dank. Und jetzt ist es Zeit für Dynamit. Zünde einfach die Lunte an. Vorsichtig. Fertig. Jetzt in die Kiste damit. Ganz vorsichtig. 3, 2, 1. Wow, klingt toll. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen. Mal sehen, wie das Ganze aussieht. Aufmachen. Wow, das sieht toll aus. Alles ist leuchtend rosa und so schick. Ich ziehe es direkt an. Oh, wow. So schön und bequem. Jetzt sehe ich wirklich wie Barbie aus. Und die Schuhe. Oh, schau dir diese Schönheiten an. Jetzt kann ich schön herumstolzieren. Sie sehen perfekt aus. Alle Augen werden auf mich gerichtet sein. Das wird der Hammer. Und was ist mit denen? Jetzt kann ich sie endlich loswerden und sie ein für alle Mal vergessen. Hä? Was? Wo ist sie? Oh, meine Hand. Meine arme Hand. Es tut mir so leid. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber warte. Es gibt noch einen Schritt. Niedliche Nägel. Und auch hier ist rosa die beste Wahl. Sieht einfach aus. Besonders so. Mal überlegen, wie wir das machen können. Aha. Ich lackiere die Nägel hiermit. Das ist genau, was ich brauche. Bitte stillhalten, mein Schatz. Und es wird im Handumdrehen erledigt sein. Es tut auch nicht weh. Fangen wir mit dem ersten an. Der zweite so. Schön langsam. Endlich geschafft. Aber was? Wie? Das sieht nicht so aus wie auf dem Bild. Es ist nicht so rosa und total unordentlich. Ich will so nicht rausgehen. Bringen wir das in Ordnung. Ach, komm schon. Warum geht das nicht ab? Ich werde dich schon irgendwie losbekommen. Endlich. Ach du meine Güte. Was habe ich getan? Es sind nur noch Knochen. Was mache ich damit? Barbies haben keine so furchtbaren Hände. Ich schätze, ich brauche Ersatz. Nun, es gibt nur eine Möglichkeit. Hier ist es. Und ich werde wie neu sein. Ich nehme sie einfach. Und ziehe sie an. Geschafft. Und wir machen es noch einmal. Aber dieses Mal werde ich vorsichtiger sein. Und im Handumdrehen werden alle Nägel perfekt aussehen. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Jetzt habe ich auch schicke Nägel. Sie sehen fabelhaft aus. Finaler Check. Jetzt sehe ich schön aus wie eine echte Barbie. Mein Bauch. Oh je, ich habe schon wieder Hunger. Aber ich glaube, ich habe da noch was. Ein paar frische Sachen. Hier, sieht wirklich lecker aus. Guten Appetit. So lecker. Aber mein Lippenstift. Ich wische ihn schnell ab. Jetzt ist es schön. Was brauche ich sonst noch? Ohrringe? Ich glaube schon. Und ich habe eine Idee. Benutzen wir die Augen. Toll. Aber sie sind nicht rosa. Aber ich habe eine Lösung. Genau für solche Fälle gibt es einen Kessel. Nimm einfach ein Auge und lege es hinein. Kurz warten und es wird seine eigene Magie tun. Nehmen wir es nun heraus und schauen es uns an. Genau die richtige Farbe. So schön und barbiehaft. Jetzt kommt es hierhin. Eins. Und der zweite. Jetzt bin ich endlich bereit. Diesmal gehören alle Bonbons mir.
Griffbereit und zuversichtlich. Jetzt oder nie. 1, 2, los. Klopf, klopf. Oh, hi. Süßes oder saures? Wow, wie eine echte Nanny. Hä? Was? Warte.